Ja, guten Morgen allerseits. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich gucke in einen gut besetzten Saal und unsere Pressekonferenz. Und, oh, ich bitte um Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz noch zu Atem kommen. Ich bin gerade aus dem TV-Studio runtergejoggt, damit wir hier pünktlich beginnen können. Ich freue mich erstmal, dass unser Panel ganz voll besetzt ist und ja, Sie heute Morgen hier sitzen, um mit uns über die aktuelle Situation auf den Kinderintensivstationen zu sprechen oder sich erstmal anzuhören, was wir dazu zu sagen haben. Denn wir haben es nicht ganz ohne Grund genannt, dass wir heute mit Ihnen über die katastrophale Lage auf den Intensivstationen sprechen. Es ist eine Situation, in der teilweise all die Medizinerinnen und Pflegekräfte, die hier vorne sitzen, diejenigen, die in der Kinderintensivmedizin arbeiten, nicht wissen, wo sie ihre Patienten versorgen sollen und können. Und genau, deswegen freue ich mich sehr, dass wir aus dem Norden, Süden, Osten und Westen Vertreter von Intensivstationen hier sitzen haben. Ich möchte Sie kurz vorstellen, beziehungsweise möchte erstmal sagen, ich bin Nina Meckel, die Pressesprecherin der DIVI. Ich führe Sie heute hier durch diese Pressekonferenz, moderiere diese Pressekonferenz. Und darf das Panel hier vorne vorstellen. Zuallererst unseren Generalsekretär Professor Florian Hoffmann aus der Haunerschen Kinderklinik in München. Begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass wir hier heute Morgen zusammengefunden haben. Ist das Mikrofon an? Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Zu seiner Seite sitzt unser Kongresspräsident, der natürlich auch die Kinderintensivmedizin hier auf dem DIVI-Kongress noch mal betont, Professor Sebastian Brenner aus der Kinderklinik in Dresden. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie müssten eigentlich noch mehr außer Atem sein als ich. Sie sind gerade schon um die Alster gejoggt, also Chapeau. Ich habe den Startschuss gegeben. Genau. Neben Ihnen sitzt Frau Dr. Nora Bruns. Sie sind Fachärztin für Kinderintensivmedizin am Universitätsklinikum in Essen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Daneben darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Julia Daub. Sie sind Intensivpflegekraft am Universitätsklinikum in Tübingen. Guten Morgen. Neben ihr ein sehr bekanntes Gesicht aus der Kinderintensivmedizin, Herr Dr. Michael Sasse. Er ist der leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin der Medizinischen Hochschule in Hannover. Guten Morgen. Und zu seiner Seite sitzt Frau Dr. Karin Becke. Frau Dr. Becke ist Chefärztin der Anästhesie an der Knopfschen Kinderklinik in Nürnberg. Guten Morgen. Ich würde damit das Wort gerne an Herrn Professor Hoffmann übergeben, der ja mit einer Ad-hoc-Umfrage in der vergangenen Woche, wie wir Ihnen bereits gesagt haben, auch erstmal Zahlen eingesammelt hat, um zu schauen, wie die aktuelle Lage sich denn so darstellt. Vielen, vielen Dank, Frau Meckel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass Sie dieser Einladung so zahlreich gefolgt sind. Und ich würde Sie zu Beginn dieser Pressekonferenz, um Sie so ein bisschen in das Thema zu bringen, mal so mitnehmen und würde mal von einem ganz klassischen Tag aus der letzten Woche Ihnen erzählen wollen. Und unser Tag beginnt klassischerweise auf der Intensivstation mit unserer Frühbesprechung. Und da stehen wir dann immer an der Tafel und auf der Tafel sind die einzelnen Bettplätze. Und man kann immer sehen, dass in der Regel alle belegt sind. Und auch an diesem Morgen waren von eigentlich nur 6 betreibbaren Betten 7 belegt. Und es war unklar, wie der Tag laufen soll. Es waren 2 Kinder angemeldet, ein Kind, was Lungenmetastasen entfernt bekommen sollte und ein Kind, was eine sehr komplexe und lange geplante Operation in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie erhalten sollte. Wir wussten, dass eventuell ein Kind geht. Und dann entsteht jeden Morgen eben dieselbe Diskussion, wenn das eine Kind jetzt geht, dann sind wir ja 6 von 6 und dann muss man wieder verhandeln und dann kriegt man es auch oft noch hin, dass dann die Pflegekräfte sagen, na gut, also einen 7. kriegen wir hin. Also muss man dann entscheiden, welches von den beiden Kindern wird jetzt operiert. Und da können Sie sich schon vorstellen, das ist schon so die erste große Herausforderung, weil wir auch immer wissen, dass die Eltern natürlich, wo wir hingehen und sagen, heute fällt die OP ihres Kindes doch aus und ihr Kind darf wieder essen, dass das natürlich für alle im Team, aber eben auch für Eltern und Kinder sehr schwierig ist.
Und dann dreht man die Runde weiter und geht in die Notaufnahme, die zu unserer Abteilung dazugehört. In der Notaufnahme lagen über Nacht 3 Kinder, die nicht aufgenommen werden konnten, weder bei uns in der Klinik noch in München noch in ganz Bayern. Die Kolleginnen und Kollegen vom Nachtdienst haben erzählt, sie haben überall rumtelefoniert und dabei war schon ein Kind mit einer RSV-Infektion, welches schon 48 Stunden in der Notaufnahme in einem Behandlungszimmer mit Sauerstoffgabe behandelt wurde. Also wir behandeln jetzt auch in der Notaufnahme, die eigentlich ja nur für ambulante Vorstellungen gedacht ist, auch schon längerfristig Patienten und Patientinnen. Dann geht der Tag so dahin und wie es dann so ist, dann ist die Station voll und dann geht man abends nach Hause und dann kommt plötzlich der Anruf von der Rettungsleitstelle. Es gibt eine Akutbelegung oder eine Zwangsbelegung. Es ist ein dreijähriges, schwer herzkrankes Kind, was ein akutes Lungenversagen hat. Es gibt keine Klinik im weiten Umkreis, die aufnehmen kann. Und dann fährt der Rettungsdienst mit diesem Patienten in unsere Klinik und steht in unserem Schockraum. Und zu den 7 von 6 Patienten kommt damit dann nach einer sehr, sehr aufwendigen Erstversorgung eben nochmal dann ein weiterer dazu, sodass man um Mitternacht bei 8 von 6 Patienten liegt. Und das kann man sich eben einfach vorstellen, wenn das jetzt mal ein Tag im Jahr wäre, dann würde ich sagen, kein Problem, das kriegen wir immerhin, wir sind krisengefestigt. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch alle Kinder eben optimal und gut behandeln. Und da können Sie sich vorstellen, dass wenn man eben immer über dem Limit fährt, und zwar weit drüber, dass das einfach auf lange Zeit an der Qualität nagt. Und deswegen treffen wir uns heute hier, denn es ist ein Problem, was, glaube ich, auch in der breiten Öffentlichkeit noch nicht allen wirklich so ganz klar und bekannt ist. Und das ist jetzt so ein Tag gewesen, wie ihn, glaube ich, wir alle kennen und jeden Tag erleben. Und wir haben deswegen uns entschieden, auch noch mal jetzt herumzufragen. Und wir haben letzte Woche am Donnerstag, 24. November, einen Verteiler von Intensivstationen angeschrieben, in dem wir knapp 130 Kliniken vorhalten. Und es sind immerhin 110 Antworten aus diesem Verteiler gekommen. Und wir haben eben mal gefragt, sag mal, was wäre denn, wenn ihr alle Betten, die ihr habt und die ihr betreiben könntet, wenn es eine ganz schöne, heile Welt gäbe, wie viele wären denn das denn? Und dann kommt man in diesem Fall auf eine Anzahl von 607 Betten, die wir auf diesen Kinderintensivstationen betreiben könnten, wenn die Bedingungen optimal wären. Im nächsten Schritt haben wir dann gefragt, und wie viele von diesen optimal aufgestellten Betten habt ihr denn heute Morgen wirklich betreibbar? Das heißt, also ein Bett kann rumstehen, aber wir brauchen für dieses Bett Pflegekräfte. Und deswegen ist die Zahl eben immer viel, viel niedriger. Und wenn wir da jetzt eben schauen, wie viele sind es, dann fallen hier etwa 40% der Bettenkapazitäten weg. Das heißt, aus den 607 Betten werden 367. Das bedeutet, wenn wir dann uns die Frage anschauen, wie viele freie Betten an diesem Morgen gab es denn in Deutschland, dann kamen wir bei diesen 110 Kliniken auf 83 Betten. Da mag jetzt der eine oder andere von Ihnen denken, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, 83 Betten. Ist eine schöne Zahl, aber leider bedeutet es ja, dass wir eigentlich weniger als ein Bett pro Kinderintensivstation haben, was frei ist. Und diese Betten konkurrieren ja um Patienten, die von der Notaufnahme aufgenommen werden müssen, die vom Rettungsdienst aufgenommen werden. Und wir haben natürlich auch immer ja auch Anfragen von anderen Kliniken, die um Übernahme von Patienten bitten. Und wenn wir das eben auch uns anschauen, wir haben eben auch gefragt, haben Sie denn in den letzten 24 Stunden Kinder von anderen Kliniken abgelehnt? Also Kliniken einer meist niedrigeren Versorgungsstufe, die an ihre Grenze kommen und sagen, dieses Kind muss für eine optimale Therapie verlegt werden in eine Klinik, die eben eine höhere Versorgungsstufe hat. Und da sehen wir eben hier, dass jede zweite Klinik in den letzten 24 Stunden eben ein Kind letztendlich ablehnen musste. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist vielleicht jetzt halt gerade die eine Woche RSV und das ist ja überhaupt so eine Kurzzeitdarstellung, ein Tag. Ja, aber ich kann Ihnen sagen, die Daten sind eigentlich über jedes Jahr schlechter geworden und ich kann Ihnen das hier mal für München zeigen. Und ich zeige Ihnen hier mal eine Heatmap. Das heißt, hier ist aufgezeichnet, wir haben in München letztendlich 5 Kinderintensivstationen
Und wir müssen bei der Rettungsleitstelle in jeder Stunde immer melden, ob wir Kapazitäten haben oder nicht. Und wenn Sie sich hier eben anschauen, orange bedeutet, dass noch eine von den 5 Stationen aufnahmefähig ist. Und rot bedeutet, dass keine der Münchner Kinderintensivstationen aufnahmebereit war. Und da können Sie jetzt über die Jahre eben sehen, wie der Mangel an Versorgungskapazitäten zugenommen hat. Denn wir haben mittlerweile, auch jetzt in den letzten 4 Wochen, 100% rot gehabt. Das heißt, es waren in den letzten 4 Wochen in München alle Kinderintensivstationen rund um die Uhr abgemeldet. Und das bedeutet eben, dass auch alle Patienten und Patienten, die natürlich trotzdem versorgt werden müssen, eben per Zwangsbelegung einfach akut in die Kliniken eingeliefert werden und wir dann eben versuchen müssen, diese Kinder trotzdem optimal zu behandeln. Also Sie sehen, das ist kein momentanes Problem, das ist ein Problem, was sich die letzten Jahre wirklich aggraviert hat. Und deswegen sitzen wir hier und wollen jetzt mit Ihnen gemeinsam diskutieren, eben wie wir, und das ist uns ganz wichtig, auch aus dieser Misere hoffentlich wieder rauskommen können. Und damit übergebe ich an Professor Brenner. Ja, danke, Florian Hoffmann. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, unsere Notlage. Die Probleme, die wir dann gemeinsam aufarbeiten und diskutieren können. Das heißt, wir haben einen kritischen Pflegemangel, der zu einer dramatischen Reduktion der betreibbaren Betten führt. Und in dieser Situation ist das Pflegepersonal, aber auch viele von uns Ärztinnen und Ärzten, dennoch am Limit. Das heißt, wir betreiben die Betten, ohne weitere Ressourcen zu haben. Ressourcen für beispielsweise einen Notfall, der dazukommt. Ein Notfall, wo wir gegebenenfalls 6, 7, 8 Leute brauchen für eine Reanimation, die dann wiederum an den anderen Bettplätzen fehlen. Wir haben zudem mehr chronisch kranke Patienten, die zu uns kommen. Das heißt, zusätzlich zu dieser reduzierten Bettenzahl haben wir ein höheres Patientenaufkommen. Und dadurch kommt es zu diesen kritischen Versorgungsengpässen. Und dieser Mangel an Personal ist nicht nur auf das Pflegepersonal beschränkt, sondern auch bei den Ärzten. Das führt oder hat Ursachen auch darin, dass die Belastung auf den Intensivstationen sehr groß ist. Das Dreischichtsystem, die psychosozialen Belastungen führen dazu, dass viele Ärztinnen und Ärzte auf 80, 70, gegebenenfalls auch auf 50% reduzieren. Es kommt dadurch zu längeren Übergabezeiten, was ein großes Problem darstellt. Wir haben des Weiteren eine unglaubliche Dokumentationspflicht. Es ist nicht so wie beim Zahnarzt, wo die Assistentin mitdokumentiert, während der Zahnarzt ansagt, wo an welchem Zahn das Problem ist. Und uns fehlt. Weil Sie das selber machen, Herr Professor Brenner, das müssen Sie jetzt noch mal betonen. Also ja. Wenn wir auf einem Zahnarztstuhl sitzen und es wird angesagt, ja, der Einser ist ohne Befund, der Zweier ist ohne Befund und das wird angeklickt von der Kraft, die neben diesem Zahnarzt steht. Sie machen das selber. Sie als Arzt, der die Kinder sonst versorgen könnte, dokumentieren. Genau so ist es. Und uns fehlt in weiten Teilen die Interoperabilität. Sprich, die Systeme sprechen nicht miteinander. Wir übertragen händisch von einem System in das andere. Wenn bei uns beispielsweise ein Patient von der Kinderonkologie auf die Intensivstation verlegt wird, dann sind das 2 unterschiedliche Dokumentationssysteme, was dazu führt, dass wir alle Medikamente beispielsweise, die komplette Anamnese, händisch übertragen. Und wenn wir solche Medikamente von einem ins andere System übertragen, brauchen wir eigentlich ein 4-Augen-System. Was wir eigentlich aber, muss man ehrlicherweise sagen, nicht haben. Das heißt, das Risiko besteht von Übertragungsfehlern, was wiederum Patientenrisiko darstellt. Und wir haben keinerlei Ausfallskonzepte. Sprich, wenn jetzt morgens der Nachtdienst absagt, dann müssen wir uns akut überlegen, wie wir diese Lücke, wie wir die Löcher auf gut Deutsch stopfen können. Und wie können wir das machen? Indem wir unseren Frühdienst bitten, nach Hause zu gehen und heute Abend um 22 Uhr wiederzukommen. Das heißt, uns fehlt jetzt der Frühdienst, aber natürlich auch morgen. Und weil der nach der Nachtschicht nicht noch einen Frühdienst machen kann. Und für diese Person hat es zur Konsequenz, dass er statt 2 Frühdiensten
nur einen Nachtdienst macht. Sprich, er hat einen Tag weniger gearbeitet, was wiederum zu einer Unzufriedenheit führt. Aber die Gesamtbelastung ist für uns dramatisch. Und deswegen sitzen wir hier und deswegen wollen wir das gemeinsam diskutieren, weil sich etwas ändern muss. Sie haben uns dankenswerterweise ein Foto noch mitgebracht, Herr Professor Brenner. Wenn wir in der Präsentation, ich glaube, Sie haben gerade den Pointer, noch mal einmal schauen. Die anwesenden Kollegen wissen ja vielleicht gar nicht, wie es bei Ihnen auf den Intensivstationen aussieht. Vielleicht können Sie das ganz kurz mal erklären. Ja, also hier sind 4 Ärzte, 4 Pflegende aktiv. Und da sehen wir noch gar nicht das Personal, was sich in dem Form die Eltern kümmert. Hier wird ein Patient reanimiert. Und das ist das, was ich meinte mit Ressourcen. Wenn wir so viel Personal brauchen, um diesen Patienten bestmöglich zu versorgen, dann fehlt uns natürlich an anderer Stelle wiederum Personal. Die anderen Zimmer müssen ja auch versorgt werden, wo die Patienten drin liegen. Also das ist das, was wir unter fehlenden Ressourcen verstehen, beziehungsweise wo wir sagen, wir brauchen Vorhaltekosten, wir brauchen Personal, was im Notfall zur Verfügung steht. Und jetzt gibt es ja ganz viele Kliniken, Herr Professor Brenner, die eben nicht die höchste Versorgungsstufe bieten, die also dann Kliniken, wo Sie zum Beispiel tätig sind und auch Herr Dr. Sasse, Sie sind an einer der größten kinderintensivmedizinischen Kliniken tätig. Sie werden also angefragt, hilf uns, dieses Kind muss bei Ihnen in die Klinik. Was ist dann bei Ihnen los, wenn Sie das eben nicht können? Also wenn wir nochmal auf die Folie gehen von Herrn Professor Hoffmann, dass die Kliniken ablehnen müssen. Also ich würde gerne auf dieses Verlegungssystem zu sprechen kommen und dann, was das auch mit Ihnen macht. Wir wollen ja heute auch darüber sprechen, wie wir aus dieser Situation uns vorstellen, wieder herauszukommen. Genau, Herr Dr. Ja, also ich leite ein großes Kinderintensivnetzwerk von über 50 Kliniken, für die wir sozusagen die letzte Instanz sind, die alles anbieten kann, von der Transplantation bis zum Organersatz. Und wir bekommen mindestens pro Tag eine Anfrage eines lebensbedrohlich erkrankten Kindes zur Übernahme. Das ist so das Übliche, mit dem wir arbeiten müssen. Und mittlerweile kommen wir tatsächlich in die Schwierigkeit, dass wir seit vielen Jahren, wir haben ja 2018 schon eine Medienoffensive betreffs des Pflegenotstandes gemacht, was nicht großen Widerhall gefunden hat, auf Dauer zumindest nicht nachhaltig genug war. Die Situation hat sich deutlich verschlechtert. Und wir jetzt eigentlich jeden Morgen vor der Frage stehen, können wir diese Patienten nehmen oder nicht? Die Patienten sind auf ein Zentrum angewiesen. Ihr Überleben hängt davon ab, ob sie zum Beispiel ein Organersatzverfahren zur Verfügung gestellt bekommen oder nicht. Und diese Versorgung können wir nicht mehr gewährleisten. Das muss man ganz klar hier auch nochmal auf den Punkt bringen. Die Gefahr, dass Kinder sterben und auch das effektive Outcome, und es ist ganz klar, Kinder sterben, weil die Hochversorger in den Pädiatrien und den Intensivstationen für Kinder das nicht mehr leisten können. Wir versuchen, die Kinder dann in andere Kliniken zu transferieren, mit einem Riesenaufwand für unsere Klinik. Wir schicken ein Team hin, was die Kinder vor Ort in den etwas schlechter ausgestatteten Kinderkliniken versorgt und transportieren die Kinder dann in eine andere Klinik, wenn wir denn überhaupt eine andere Klinik finden. Und das ist in diesem Jahr mehrfach vorgekommen, dass Kliniken zum Beispiel aus der Region von Berlin, für die wir uns jetzt nicht unbedingt zuständig sehen, anrufen und sagen, wir haben 10 große Kinderintensivstationen angefragt, der Patient stirbt uns hier unter den Händen weg, ihr seid die letzte Rettung, könnt ihr den Patienten nehmen, und wir sind natürlich auch voll. Und das wird aggraviert in diesem Winter jetzt durch eine enorme Infektwelle, die jetzt auch getriggert ist, natürlich durch die Covid-Jahre und den Mundschutz. Jetzt werden 3 Jahrgänge von Kindern diese Infekte durchmachen, weil sie ohne Mundschutz durch die Gegend rennen. Das überfordert die Kliniken in totaler Weise. Es werden Kinder mit Beatmungsunterstützungssystemen in kleinen Kinderkliniken auf den Normalstationen im Moment behandelt, die eigentlich auf eine Intensivstation müssten. Und die Situation ist so prekär, dass man wirklich sagen muss, Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können. Und das ist eine Aussage, die auch nicht zu widerlegen ist. Danke sehr. Ich würde ganz gerne nochmal auf diese Transportsituation zu sprechen kommen, denn wenn die Kinder jetzt eben von den Eltern in die nächstgelegene Notaufnahme gebracht werden, in kleineren Häusern behandelt werden und die eben bemerken, wir bekommen das nicht mehr in den Griff. Herr Professor Brenner,
Wir haben noch lange drüber gesprochen. Teilweise haben Sie dann diese Transporte in Ihrer Freizeit begleitet, weil Sie müssen sich vorstellen, Sie können ja jetzt nicht einfach ein schwerkrankes Kind in einen Helikopter oder in ein Auto? Rettungswagen. Danke sehr, einen Rettungswagen legen, genau. Das ist richtig. Also es ist gesetzlich nicht verankert, Sekundärtransporte von einer Klinik A zur Klinik B zu fahren. Das gibt es für die Neonatologie und in Erwachsenenmedizin. Aber wie so vieles gibt es das nicht in der Pädiatrie für kritisch kranke Kinder und Jugendliche. Deswegen brauchen wir diese gestufte Versorgung. Wir brauchen einmal die Unterstützung der Kliniken mit weniger Expertise in der Notfall- und Intensivmedizin, beispielsweise telemedizinisch. Und wir müssen uns darum kümmern, dass diese Kinder dann adäquat von einem kleineren Haus in ein Zentrum gebracht werden. Und dafür braucht es Expertise, dafür braucht es Teams, die auch ausgebildet sind, das zu machen. Braucht es spezielle aufgerüstete Tragen mit Perfusoren, mit Kinderrückhaltesystemen. Und das ist etwas, was wir zukünftig flächendeckend für Deutschland fordern. Frau Daub, jetzt sitzen Sie hier als Vertretung der Pflege und wir würden ganz gerne mal wissen, dass das Thema ist, es gibt keine Betten, das System ist in einer Abwärtsspirale. Was erleben Sie als Pflegekraft bei Ihnen in der Klinik? Und Sie setzen sich ja auch ganz besonders dafür ein, dass es eben nicht so bleibt, sondern Sie sind mit Kollegen da sehr intensiv im Austausch. Ich würde Ihnen gerne die Gelegenheit geben, das mal vorzustellen. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, ich möchte es nochmal tatsächlich unterstützen. Also diese Not, die wir auf den Kinderintensivstationen spüren und auch jeden Tag tatsächlich sehen, ist signifikant vorhanden. Und ich möchte unterstützen, was Sie auch gesagt haben, tatsächlich diese hochkomplexen Patienten, die wir auf den Intensivstationen versorgen müssen, das ist was unser Alltag ist. Und diese Hochkomplexität in Kombination mit diesem geringen Personal, was wir auf den Intensivstationen sehen, das führt zu dieser ständigen Überforderung und diesem Arbeiten am Limit. Also wir arbeiten nicht nur am Limit, sondern wir arbeiten über unser Limit hinaus. Das heißt, wir springen ein, wir machen auch diese Transportdienste nach den Frühdiensten, wenn wir wissen, dass in den kleineren Kliniken, in den peripheren Häusern Patienten akut versorgt werden müssen, hängen wir an unsere Schichten nochmal Dienste dran, dass wir entsprechend die Patienten in die Zentren holen können. Und das führt natürlich dazu, dass der Krankenstand auf den Intensivstationen natürlich deutlich, deutlich erhöht ist. Und das ist ja eine Abwärtsspirale, also das ist eine Spirale, in der wir uns befinden, die wir jetzt tatsächlich uns überlegen müssen, wie wir sie dann auch kurzzeitig wieder verbessern können. Und dieses ständige am Limit arbeiten, das führt dazu, dass die Kollegen auch auf den Stationen einfach müde sind, also dass sie einfach nicht mehr können und während ihren Dienst natürlich aber trotzdem gefordert sind, diese hochkomplexen Patienten dann auch wirklich zu versorgen. Und ich sehe das Problem natürlich auf den Intensivstationen, aber wir sehen das ja in den gesamten Kinderkliniken. Herr Sasse, Sie hatten gesagt, dass wir auch auf den Normalstationen Patienten versorgen, die wir eigentlich auf den Intensivstationen versorgen müssen. Das heißt, wir benötigen auch auf den Normalstationen Personal, was für hochkomplexe Patienten ausgebildet wird oder worden ist. Und da erkennen wir einfach tatsächlich auch durch die Veränderung der Ausbildungsverordnung, dass es da einfach einen extrem hohen Bedarf gibt und wir in der Pädiatrie einfach gucken müssen, dass wir Lobby haben und dass wir gucken können, wie wir die Kollegen in den pflegerischen Bereichen tatsächlich für diese pädiatrischen Patienten auf den Intensivstationen und auch auf den Normalstationen entsprechend ausbilden können. Herr Professor Brenner, Sie wollten da noch was mir ergänzen? Ganz wichtig ist, ich glaube, das gilt für uns alle, die wir hier sitzen, aber auch alle für Sie Zuhörende. Wir lieben unseren Beruf und wir sind nicht hier, um zu jammern, sondern wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es ist nicht so, dass wir aus diesem Beruf aussteigen wollen, sondern wir wollen nur die Bedingungen so verbessern, dass wir die Versorgung optimieren im Sinne unserer Patienten. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Für Sie, Frau Dr. Becke, Sie setzen sich ja auch ganz explizit dafür ein, dass die Berufssituation der Ärzte bei Ihnen in der Klinik sich verbessert. Ich würde Sie gerne bitten, dazu mal etwas zu sagen.
Ja, vielen Dank, Frau Meckel. Wir haben ja jetzt schon viel gehört und viel Beschreibungen der Akutsituation jetzt gehört, wie schlimm die Lage ist. Wir müssen ja jetzt auch mal in Richtung Lösungen denken, denn nur das Jammern hilft uns nicht weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass die Akut- und Notfallversorgung eben nicht nur im Bereich der Kindermedizin, sondern insgesamt im Bereich auch der Erwachsenenmedizin ans Limit gekommen ist und dass wir dieses Thema Akut- und Notfallversorgung neu denken müssen. Und dafür brauchen wir eben entsprechende Maßnahmen, die natürlich jetzt mal akut greifen müssen, aber eben auch mittel- und langfristig, damit wir wieder viele motivierte, fröhliche und gute Menschen in den Beruf bringen und dort halten. Und ich halte dieses Thema Mitarbeiterbindung für ganz wichtig für die Zukunft. Das heißt, wir brauchen moderne Arbeitsmodelle, wir brauchen eine verlässliche Dienstplanung, das, was die Frau Daub gerade beschrieben hat, dieses Einspringen nach dem Dienst oder auch Ersatz von Krankheitsausfällen. Das kostet so viel Kraft für die Mitarbeiter, was dann letztlich viele dazu überlegen lässt, eben den Beruf zu quittieren und woanders hinzugehen, wo man sich verlässlich an seinen Dienstplan halten kann. Ich will den Blickwinkel auch noch mal erweitern von der Kinderintensivmedizin in Richtung operatives Geschehen und auch in Richtung Erwachsenenmedizin. Es ist so, dass ich komme aus Nürnberg, im Bereich der Leitstelle in Nürnberg haben wir gerade ungefähr 20-30% weniger Betten im Bereich der Erwachsenenmedizin, als es eigentlich vorgesehen ist im Krankenhausplan. Das heißt, auch hier haben wir kaum mehr Möglichkeiten, jetzt auch in dieser Akutsituation die Kinderklinik zu unterstützen. Wir haben das in der Pandemie schon gemacht. Das sind natürlich auch Covid-positive Kinder auf eine gemischte Station gekommen. Das heißt, da, wo es vertretbar war, haben auch Erwachsenenpflegekräfte und Erwachsenenmediziner Kinder mitbehandelt. Natürlich nicht kleine, kritische Neugeborene und Säuglinge, aber bei größeren Kindern hat es bei uns in der Klinik gut funktioniert. Aber auch da sind wir am Limit. Das heißt, unser Unterstützungsangebot ist gar nicht mehr so da, wie das mal war. Und natürlich sind die Folgen auch katastrophal. Das, was der Professor Hoffmann angesprochen hat, so eine abgesagte OP bei einem Kind zieht ja einen Rattenschwanz nach sich. Das heißt, die Eltern haben sich darauf eingestellt, die Familie hat sich darauf eingestellt. Und abgesehen von der medizinischen Katastrophe, wenn ein Kind mit einer Tumorerkrankung nicht operiert werden kann. Es geht ja auch in die banalen, kleineren Eingriffe, HNO-Eingriffe, die verschoben werden müssen oder kleinere kinderchirurgische Eingriffe. Also da hängt wirklich noch außerhalb der Intensivstation ein ganz großes Feld mit dran, was wir bearbeiten müssen und wo wir insgesamt dran arbeiten müssen, die stationäre Versorgung zu entlasten, neue Arbeitsmodelle zu schaffen und die Mitarbeiter wieder zu binden, dass sie da bleiben. Sie sind da ja ganz explizit beteiligt. Also geben Sie doch mal den Kollegen, die jetzt hier sitzen, ein Beispiel, wie man das schaffen und machen kann. Ja, wenn ich natürlich da die Schlüssellösung für alle hätte, dann würde ich die natürlich gerne preisgeben. Ich glaube, das eine ist mal wirklich, die Kapazitäten dann auch runterzufahren, wenn es nicht mehr geht. Dieses überstrapazierte System, jeden Tag mehr zu machen, als wir eigentlich leisten können. Das geht mal kurzfristig, aber das geht nicht auf Dauer. Das heißt, wir müssen natürlich, wenn nicht genug Personal da ist, diese Betten auch mal schließen und dann entscheiden und priorisieren, was sind jetzt die wirklich wichtigen Patienten. Das heißt, wir müssen auch diese Notfallkapazität noch frei halten für den Patienten, der von außen noch kommt und eben nicht die geplanten dann alle noch aufnehmen an so einem Tag. Also wirklich konsequente Reduktion in Abhängigkeit von der vorhandenen Personalressource. Das fällt uns schwer. Natürlich ist es schwierig, geplante Patienten abzusagen, aber wir brauchen eben auch diesen Puffer für die wirklichen Notfallpatienten, die ja überall dann transportiert werden müssen und aufgenommen werden müssen. Das andere ist natürlich die Flexibilisierung der Dienstpläne. Das heißt, wir haben ja auch über die Jahreszeiten betrachtet unterschiedliche Auslastungen. Gerade im Winter ist sehr viel los in einer Kinderklinik oder auch im OP ist sehr viel los. Im Sommer ist es etwas weniger, nicht mehr so viel wie früher. Aber wir können es auch schaffen, hier im Winterdienstplan zum Beispiel mehr Mitarbeiter zu berücksichtigen, damit da auch ein Puffer da ist, wenn mal einer krank wird. Wir müssen auch diese Krankheitsausfälle ja irgendwie kompensieren. Also es gibt schon kleine Stellschrauben, an denen wir drehen. Insgesamt, glaube ich, brauchen wir auch ein Umdenken in unserer stationären Patientenversorgung. Das heißt, wir brauchen Entlastung der stationären Strukturen, zum Beispiel durch die tagesstationäre Behandlung. Wir können viele Kinder auch tagesstationär behandeln, brauchen aber natürlich auch die adäquaten Erlöse dafür, damit wir uns finanzieren können. Damit hätten wir schon einige Betten weniger belegt, wenn diese Kinder auch am Abend wieder heimgehen könnten, nach ihrer MRT-Untersuchung oder nach kleineren Operationen, die jetzt unbedingt noch stationär durchgeführt werden müssen. Da sind wir natürlich dann auch bei dem Thema Erlössituation. Auch das ist ja ein großes Thema, was immer wieder in die Presse kommt.
Das heißt, wir brauchen eine verlässliche Finanzierung der Kindermedizin, wo eben diese Besonderheiten abgebildet sind. Das hat uns der Gesundheitsminister ja zugesagt, dass wir dieses Fallpauschalensystem überwinden werden. Und ganz besonders natürlich im Bereich der Kindermedizin ist es notwendig. Herzlichen Dank. Frau Dr. Bruns, Sie sind im Universitätsklinikum in Essen tätig. Und wir haben lange, bevor wir diese Pressekonferenz geplant haben, auch mal darüber gesprochen, ja, wir müssen auch über die Situation, wie kann man arbeiten, aber auch natürlich noch sein Familienleben integrieren. Denn wenn ein Familienleben nicht möglich ist in einem Beruf, wo man Kinder versorgt, dann beißt sich die Katze in den Schwanz, dann werden wir nicht dahin kommen, dass dieses System wieder in einer Aufwärtsspirale ist. Und da haben wir Sie gebeten, mal zu erzählen, als junge Ärztin und Mutter von 3 Kindern, die Situation zu schildern, wie man das denn schaffen kann, in diesem Beruf auch die Familie zu vereinen und was eigentlich noch viel mehr passieren muss, um hier wieder auch die Frauen, die ja in der Pädiatrie schon sehr zahlreich auch vertreten sind, wieder zurückzuholen, wenn sie Kinder bekommen haben, wenn sie Mütter sind. Ja, vielen Dank für die Chance, das zu erzählen. Letztlich muss man sagen, ist es gar nicht ein Faktor, der alles möglich macht, sondern es sind viele kleine einzelne Bausteine. Und es fängt ganz oben an in der Chefetage, dass überhaupt die Einstellung vorherrschen muss, dass man als Frau mit Kindern in der Klinik weiterarbeiten kann und auch in Teilzeit gute Arbeit leisten kann. Und ich glaube, das gilt noch nicht mal nur für die Ärzteschaft, sondern genauso für die Pflege. Natürlich. Dass die Chefetagen eben flexibel sein müssen und es akzeptieren müssen, dass man mal für eine gewisse Zeit weniger arbeitet, vielleicht auch weniger leistet, weniger flexibel ist, dass andere jüngere Kollegen, die flexibler sind, dann einspringen müssen, weil man nicht so spontan seine Kinder wegorganisiert kriegt. Und leider ist es ja ein Wegorganisieren, wenn man plötzlich einen Spätdienst machen muss oder Nachtdienst machen muss. Sodass es auch der Solidarität der Kollegen bedarf, die man vielleicht dann früher, als man selber jünger war und noch keine Kinder hatte und später, wenn die Kinder aus dem Haus sind, anderen zurückgeben kann. Und gleichzeitig müssen aber auch alle Ebenen darunter dieses System mittragen und vielleicht denjenigen, der Kinder hat und wo sie wissen, dass man schwerer einspringen kann, oder ich merke es zumindest, dass ich seltener gefragt werde, ob ich einspringen kann, einfach weil die Kollegen wissen, dass es nicht so leicht geht. Und andererseits weiß ich, wenn ich gefragt werde, dann gibt es wirklich niemanden mehr. Dann muss ich. Und so trägt es sich halt gegenseitig und es funktioniert nur in einem Team, wo man sich eingebunden fühlt und wo man auch ehrlich sagen kann, wenn es gerade nicht geht und wo man offen miteinander sprechen kann. Ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass es von ganz oben kommen muss, diese Einstellung. Und in der Kinderheilkunde haben wir halt die Chance, dass wir so viele Frauen haben, dass man gar nicht anders kann, als irgendwie mit dem Problem umgehen. Und wenn man alle Frauen rausdrängt, dann gibt es halt niemanden mehr oder nur noch halb so viele. Und da haben wir halt den Vorteil, in der Kinderheilkunde und vielleicht auch in der Kinderintensivmedizin so ein bisschen eine Vorreiterrolle einzunehmen und was zu entwickeln und zu zeigen, dass es eben doch geht. Aber ich will nicht sagen, dass es nicht schwer ist und dass es nicht allen viel abverlangt. Herzlichen Dank. Frau Daub, möchten Sie das noch aus Sicht der Pflege ergänzen? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil das, was wir sehen, ist, dass wir in der Pflege natürlich überwiegend von weiblichem Personal gesegnet sind und dementsprechend gucken müssen, dass wir gerade auch die Mütter nach den Elternzeiten auch wieder zurück ans Bett tatsächlich holen. Und das ist was, was mir was ganz Wichtiges ist. Wir brauchen Pflege, die wieder zurück ans Bett kommt. Und dementsprechend brauchen wir verlässliche Dienstpläne und wir brauchen auch eine verlässliche Kinderbetreuung. Und ich kann sagen, das ist eben für mich, ich arbeite aktuell 50% und habe eben selber nicht mehr im Schichtdienst, genau aus dem Grund, weil man eben keinen Anspruch hat, entsprechend auf dem Betreuungsplatz, dass man Dienste mit Frühdiensten, Spätdiensten und Nachtdiensten entsprechend abdecken kann.
Und auch wenn ich ein privates Umfeld habe, was mich da sicher gut unterstützen kann, müssen eben Zeiten abgedeckt werden, die mit einer normalen Kinderbetreuung in der öffentlichen Trägerschaft einfach nicht abgedeckt werden können. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Bausteine. Und es ist das eine, dass wir im Team gucken müssen, wie können wir jetzt da so organisieren. Das heißt, wir brauchen auch ein heterogenes Team von jungen Leuten, wir brauchen ein Team von erfahrenen Leuten und wir brauchen sicher ein Team, was entsprechend auch eben in dieser Zeit der Elternschaft, der Mutterzeit einfach da auch unterstützt wird. Weil das sind die Experten, die am Bett arbeiten. Das sind die, die eine gute Ausbildung haben, die entsprechend auch schon eine Weiterbildung in der Intensivpflege haben, die eine extrem hohe Erfahrung haben und die diese hochkomplexen Patienten, die wir auf den Stationen haben, entsprechend versorgen können. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute wieder zurück an die Betten kommen und nicht in irgendwelchen Büros verschwinden, und weil sie da eben 8 bis 16 Uhr Dienste machen können und das mit Kinderbetreuung vereinbar ist. Ich glaube, da braucht es Konzepte, die wir nur gemeinsam eben auch umsetzen können. Herzlichen Dank. Ich gucke auch die anderen an, die auf einem Panel sitzen. Herr Dr. Sasse, Sie dürfen auch gerne noch mal ergänzen, was Sie da so bei sich in der Klinik irgendwie halt etabliert haben. Also Sie sind herzlich aufgefordert, alle gegenseitig auch noch mal die Kollegen oder die Statements der Kollegen zu ergänzen. Also ich denke, grundsätzlich ist die Arbeit auf einer Kinderintensivstation wahrscheinlich das emotional belastendste in der Medizin, was ich so kenne. Also wir sind ja wirklich mit Leib und Seele mit dem ganzen Team bei der Arbeit dabei und wollen Kinder beschützen und ihr Leben sichern. Und deswegen bedarf es dann natürlich auch einer großen Pflege der dort arbeitenden Menschen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben Systeme aufgebaut, ein sehr aktives Anti-Burnout-Programm mit zum Beispiel Supervision, mit Ausbildung für Krisengespräche, um die Resilienz, also die psychologische Widerstandskraft unserer Mitarbeiterinnen zu stärken. Ohne das kann man, glaube ich, die Menschen auf den Intensivstationen gar nicht halten, weil es einfach psychisch zu belastend ist, vor allen Dingen jetzt auch in der Situation dieser Bettenknappheit, die uns noch mehr fordert, die uns immer ein schlechtes Gewissen macht, wenn wir Patienten absagen und wir noch mal eine Schippe drauflegen und uns noch mehr belasten. Das sind ganz wichtige Bausteine, um die Menschen zu halten und auch anzuwerben auf den Kinderintensivstationen, damit sie dort arbeiten. Das sind aber sehr teure Systeme, die kosten uns Hunderttausende von Euro in den letzten Jahren, die wir da investiert haben. Das wird in dem Bezahlsystem des Gesundheitswesens so nicht abgebildet. Das ist einfach nicht vorgesehen. Wir bekommen unsere Leistungen bezahlt, mit denen wir noch nicht mal renovieren können oder Ähnliches. Wir können das nur durch Spenden einwerben. Und das ist natürlich auch kein Zustand, der auf Dauer tragbar ist. Wenn die Spender wegfallen, jetzt in wirtschaftlich schlechten Situationen, funktioniert das auch nicht mehr. Und da ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass das auch in diese Bezahlsysteme des DRG-Systems eingebaut wird, dass wir Menschen stärken können und dass wir sozusagen die Pflegenden und die Ärzte auch pflegen, damit sie diese Arbeit auch ertragen können auf lange Sicht. Vielleicht darf ich da kurz noch ein Zitat ergänzen aus einem Film der PSU Akut, die in München sehr aktiv ist und Hilfe anbietet. Da sagt eine Mitarbeiterin, ja, auf jedem medizinischen Gerät klebt ein Aufkleber, Handle with Care. Warum machen wir das nicht mit den Mitarbeitenden auf den Stationen? Also ich fand das ein sehr eindrückliches Zitat und Sie nicken. Frau Dr. Becke, können Sie das bestätigen? Absolut, und das ist ja ein Themenkomplex, der gerade hier auch als Überbegriff beim DIVI präsentiert ist, ja, starke Teams durch Kommunikation. Es sind so viele Facetten, die in unserem Berufsalltag einfließen müssen. Und wir stehen da, glaube ich, wirklich an einem Generationenwandel. Früher war die Medizin eben sehr, ich sage jetzt mal, mechanistisch, natürlich mit viel Herzblut getrieben durch einzelne Protagonisten. Wir haben aber jetzt in den letzten 20 Jahren gelernt, dass wir nur durch Teams gut funktionieren, nicht nur durch medizinische Kompetenz, sondern insbesondere durch den Zusammenhalt, durch die Weiterentwicklung, durch die Kommunikation, durch standardisierte Team- und Besprechungsformate, also alles, was uns auch, ich sage mal, in den Soft Skills, also das, was so immer als emotionale Intelligenz gewertet wird, was uns da weiterbringt. Und das ist ja das, was beim Patienten auch ankommt in letzter Konsequenz. Das heißt, da müssen wir einfach diese Formate weiterentwickeln. Das geht von Anti-Burnout- und Resilienzprogrammen eben bis hin zu ganz banalen Dingen wie standardisierten Besprechungen, Coaching, Supervision, alles, was früher keine große Rolle gespielt hat, heute aber für mich ganz essentiell ist.
Herr Professor Hoffmann, vielleicht können Sie den anwesenden Journalisten noch mal vor Augen führen. Ein Feuerwehrmann hat einen Ansprechpartner nach einem akuten, schweren Erlebnis. Ja, bei Polizei und Feuerwehr hat man das schon sehr früh natürlich gesehen, dass belastende Einsätze dazu führen, dass Menschen Hilfe brauchen. Das ist etwas, was in der Medizin, glaube ich, wirklich, wie es Frau Becke gesagt hat, jetzt halt langsam erst kommt. Und ich glaube, da gehört auch dieses sich eingestehen, eben, dass wir nicht unendlich belastbar sind, was so aus der Vergangenheit schon auch so gelebt wurde. Einfach, dass Menschen eben auch lernen, dass es neben der Arbeit auch noch ein Privatleben gibt. Auch die Gewichtung, die Work-Life-Balance, die spüren wir ja als Führungskräfte auch in unseren Teams. Und ich glaube, da müssen wir dringend eben schauen, dass wir auch besser werden, dass wir Personal halten. Ich freue mich, wenn wir Personal halten, wenn wir Personal zurückholen, nachdem die Kinder gekriegt haben. Und wir sind Kindermediziner. Wir wollen, dass alle Kinder kriegen. Wir freuen uns da über jeden und jede. Und auf der anderen Seite aber sorgt mich noch viel mehr eigentlich, wie es weitergehen soll, weil wenn wir überhaupt niemanden mehr am Ende überhaupt bekommen, der in diesen Beruf geht. Und da muss man eben jetzt auch noch mal ein bisschen zurückgehen und das noch mal verstehen. Denn jetzt Frau Daub zum Beispiel ist ausgebildete Kinderfachpflegekraft und hat in ihrer Ausbildung damals von Anfang an sich entschieden, Kinderkrankenpflege zu machen. Und das haben ganz, ganz viele. Die haben das gemacht, weil sie von Anfang an wussten, wir wollen kranke Kinder pflegen. Und jetzt wurde die Ausbildung vor einigen Jahren ja umgewandelt in die generalistische Pflegeausbildung, die eben auf europäischem Niveau dann vergleichbar ist mit anderen Ländern. Und diese generalistische Ausbildung sieht ja vor, dass eigentlich erstmal alle 3 Jahre lang dasselbe machen. Das heißt, die machen Altenpflege, die machen Gesundheitspflege bei Erwachsenen und einen ganz, ganz vernichtend kleinen Anteil bei Kindern. Und das führt dazu, dass viele, die von Anfang an in die Kindermedizin gehen wollen, sagen, warum soll ich denn jetzt 3 Jahre lang das alles machen? Das erste Jahr bin ich noch nicht mal irgendwie im Bett, da muss ich nur irgendwelche unnützen Dinge lernen, die ich nie wieder brauche. Und ich glaube, wir müssen ganz dringend eben auch darüber sprechen, dass aus dieser generalistischen Ausbildung am Ende es wird für alle schwierig werden. Aber ich glaube, für die Kindermedizin wird es am allerschwierigsten, denn wir brauchen kompetent, gut ausgebildete Leute, denen wir unsere kranken, kritisch kranken Kinder in die Hände geben. Das sind wir als Personal. Das kann aber jeder von uns auch sein, dass er plötzlich auf die Elternseite wechselt und dass er eben vertrauen muss, dass wenn ich dieses Kind jetzt auf dieser Station hinterlasse und nach Hause gehe über Nacht, dass dieses Kind eben dort optimal gepflegt wird. Und da würde ich nochmal von Frau Daub wissen wollen, wie können wir denn diese generalistische Ausbildung irgendwie noch retten oder verändern, denn die ist gesetzlich verankert, die können wir jetzt hier nicht neu erfinden. Wir können jetzt natürlich fordern, wir fordern wieder die Kinderkrankenpflegeausbildung, das wird nicht passieren. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir da die Kurve kriegen, damit wir, und dann sorgt mich noch, dann dauert es immer noch 3, 5, 6 Jahre, bis sich mal was tun wird. Aber was wären akute Veränderungen in dieser Ausbildung, die man sich vorstellen könnte? Und ich würde es gerne einfach auch nochmal mit Zahlen untermalen, weil du hattest gesagt, dass es ein kleiner Teil ist, den die Auszubildenden in der Kinderkrankenpflege arbeiten. Also es sind 60 bis 120 Stunden in 3 Jahren, die Kollegen im Bereich der Kinderkrankenpflege arbeiten müssen. Und danach dürfen sie in der Pädiatrie arbeiten. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, eine Spezialisierung für die Pädiatrie zu machen, die aber keine internationale Anerkennung hat. Und das führt bei uns in der Klinik und an der Schule dazu, dass wir einen Kurs, der mit 60 Auszubildenden 2-mal im Jahr beginnt, wir aktuell 4 Kollegen haben, die den Bereich der Spezialisierung eingehen und in Kauf nehmen, dass sie danach eben nicht das, was wir mit der generalistischen Ausbildung erreichen wollten, eine internationale Anerkennung, die das eben nicht erhalten. Und wenn ich so zurückdenke, 4 Kollegen pro Ausbildungsjahr oder Halbjahr waren die Kollegen, die wir auf den Kinderintensivstationen eingestellt haben. Ja, also die sind nach der Ausbildung zu uns gekommen. Und wir haben ja noch eine ganze Kinderklinik, die dahinter steht, die ja auch noch ausgebildetes Kinderkrankenpflegepersonal benötigt. Und ich gebe völlig recht, das ist was verankert ist. Und ich glaube auch, dass es Chancen birgt. Also dieses sehr breite Fundament der Ausbildung bietet Chancen. Ich glaube, wir müssen aber gucken, dass wir den Bereich der pädiatrischen Ausbildung tatsächlich von Anfang an auch mitgestalten können. Und wir hatten es auch gesagt, das ist ein wunderbarer Beruf und ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich nach wie vor auch diesen Beruf gerne ausübe. Und dazu müssen wir die jungen Leute bringen, dass sie eben
mit dieser Überzeugung, sie wollen kranke Kinder bestmöglich versorgen, tatsächlich auch ausgestattet werden. Eine Möglichkeit, die wir eben jetzt machen, wir kriegen 2023 die ersten Generalisten aus den Ausbildungsgängen zu uns in die Kliniken. Das heißt, wir müssen sie nachqualifizieren. Es gibt jetzt Nachqualifikationsprogramme über 200 Stunden, wo sie tatsächlich für den pädiatrischen Bereich nochmal spezialisiert nach und nach ausgebildet werden. Was aber natürlich auch wieder Kosten der Kliniken sind, also die Kliniken tragen diese Kosten und das Personal fehlt natürlich auch auf den Stationen, weil die sind dann natürlich auch viel nochmal in Unterrichtsräumen, wo sie spezielle Inhalte der pädiatrischen Versorgung auch vermittelt bekommen. Und ich glaube, wir müssen den Bereich der Pädiatrie von Anfang an mitsteuern und auch vor allen Dingen den Bereich der pädiatrischen Intensivmedizin. Wir sollten überlegen, im Erwachsenenbereich gibt es jetzt Modellprojekte, gerade auch in Baden-Württemberg, wo es 3+1 Ausbildung gibt, also wo Kollegen schon von Beginn der Ausbildung mit noch einem zusätzlichen Jahr der Weiterbildung Intensivpflege tatsächlich den Weg der Intensivpflege und Intensivmedizin einschlagen. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam, und deswegen finde ich es gut, dass wir auch hier interprofessionell und auch interdisziplinär tatsächlich zusammensetzen. Das ist die einzige Chance, die wir haben, gemeinsam zu überlegen, wie können wir ein Pendant tatsächlich für die Pädiatrie aufstellen, dass wir, weil wir werden in ein Loch fallen, wir haben jetzt gerade keine Leute, die ausgebildet werden und die speziell in den Bereichen arbeiten, aber dass wir eben keine Zeit verlieren, sondern jetzt überlegen, wie können wir die nächsten Jahre dann gemeinsam gestalten. Und ich könnte es mir einen guten Weg vorstellen, tatsächlich das zu machen, weil wenn ich meine Ausbildung angucke, ich habe 3 Jahre Ausbildung, 2 Jahre Intensivpflege, 1 Jahr pädagogische Weiterbildung, das heißt, ich bin 6 Jahre ausgebildet. Und wenn wir uns überlegen, wo wir jetzt stehen und wenn wir darauf warten, dass die Leute in 6 Jahren auf unseren Intensivstationen arbeiten, verlieren wir die Leute, die jetzt aktuell in der Pflege arbeiten. Vielleicht darf ich da noch mal auch ganz kurz auf einen Aspekt unseres Vorgesprächs zu sprechen kommen. Herr Professor Brenner, Sie haben sehr deutlich gesagt, ach, ich würde mir so gerne Reinigungskräfte wünschen, die dann auch reinigen und dass das nicht meine, wie Frau Daub gerade schildert, hochspezialisierten Intensivfachpflegekräfte tun. Es sind teilweise so für uns, die nicht in ihrem Bereich arbeiten, Lösungsmöglichkeiten, die jetzt auch nicht gleich alles wieder verändern, aber es sind kleine Schritte und Möglichkeiten, die es auch gibt. Vielleicht können Sie den anwesenden Journalisten noch mal sagen, was es für Möglichkeiten hier gäbe. Also unser Wunsch von Pflegenden und Ärzten ist natürlich, uns auf die Versorgung der Patienten zu fokussieren. Und so, dass es Situationen gibt, wo ein Patient geht, damit der nächste aufgenommen werden kann, abends 23 Uhr beispielsweise, und dann muss dieses Zimmer geputzt werden. Und dafür gibt es kein Personal. Das heißt, die Pflege reinigt dieses Zimmer. Wir brauchen also Personal, um diese pflegefernen Aufgaben zu übernehmen. Wir brauchen auch für die Grundpflege, können wir Pflegeassistenten verwenden. Wir können Grundpflege kennen jetzt die anwesenden Journalisten vielleicht beispielsweise nicht, ja? für das Waschen der Patienten, dass die mit unterstützen, dass Pflegende nicht die Betten machen müssen, neu beziehen. Das sind alles Dinge. Wir brauchen die gut und hochqualifizierte Pflege für die kritisch kranken Patienten und nicht für pflegeferne Aufgaben. Und so können wir auch entlasten. Und dann haben wir wieder Zeit, uns dem zu widmen, was wir eigentlich machen wollen. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Emotionalität, weil das war vorhin ja auch angesprochen worden. Weil warum ist dieser Beruf so emotional belastend für uns alle Beteiligte? Weil diese Kinder, viele von diesen, viele Tage, teilweise Wochen bei uns auf Station liegen und damit natürlich auch Bindungen entstehen, Bindungen mit dem Patienten, mit den Zugehörigen. Und wenn Patienten kritisch krank sind, dann hat man Probleme, gerade auch Julia, du kannst das besser erläutern, aber dann fragt man sich, kann ich jetzt wirklich Pause machen? Ist das vertretbar? Ich habe gerade eben keine Person, die mich auslösen kann, die mich in der Situation vertritt. Also verschiebe ich die Pause am besten zum Ende meiner Schicht, also nach meiner Schicht. Das sind Dinge, die problematisch sind. Und Sie können sich vorstellen, viele von Ihnen haben sicherlich Kinder. Was würden Sie von den Pflegenden erwarten oder von den Ärzten, die ihre Kinder betreuen, dass sie natürlich rund um die Uhr bei Ihnen sind, sie unterstützen bestmöglichst? Und genau das ist das, was wir uns auch wünschen.
Ich würde jetzt gerne langsam zur Zusammenfassung dessen kommen, was wir Ihnen hier vorgetragen haben. Aber wie gesagt, wir haben ja das Glück, dass wir Vertreter gefunden haben, die den Norden, Süden, Osten und Westen hier vertreten. Deshalb noch einmal die Frage in die Runde. Frau Dr. Becke, wie sieht es bei Ihnen in Nürnberg, also im Süden, aus? 2, 3 Sätze, das bedeutet Kinderintensivmedizin bei uns. Fragen sind erlaubt, deswegen komme ich ein wenig zum Ende. Ab 9:30 möchte ich Ihnen eine halbe Stunde Zeit geben, Fragen zu stellen, diejenigen, die hier anwesend sind im Saal, wie auch denjenigen Journalisten, die uns virtuell zugeschaltet sind, die ebenfalls Fragen stellen können. Genau. Ja, wir haben die gleiche Situation im Süden wie überall. Wir haben bei uns im Leitstellenbereich 4 Kinderintensivstationen, die alle voll gefüllt sind und abgemeldet sind bei der Leitstelle. Das heißt eben, in der Akutsituation brauchen wir jetzt gute Absprachen, gutes Miteinander. Langfristig kommen wir nicht umhin, unsere Modelle zu ändern. Und da will ich ein Stichwort noch mit einbringen. Das ist einfach die gestufte Versorgung, die Spezialisierung. Wir müssen das, was wir an hochqualifizierten Kräften haben, egal ob im ärztlichen oder im pflegerischen oder im Funktionsdienst, das, was Frau Daub gerade angesprochen hat, die müssen an Zentren und da muss die Expertise gebündelt werden, damit da wirklich auch eine vernünftige, zukunftsweisende 24/7-Versorgung gewährleistet bleibt. Herr Dr. Sasse, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind in Hannover, also im mehr oder minder Norden der Republik. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, die Situation ist natürlich genauso wie überall auch. Also wir haben ja gesehen, 40% weniger Betten, das ist zu Spitzenzeiten noch geschönt, da ist es noch schlimmer, muss man sagen. Das Hauptproblem ist ganz klar die Pflege, auch natürlich die Ärzte, aber in den großen Zentren nicht so. Und ich möchte auch nochmal die Lanze brechen für die Pflege und auch für die Bezahlung der Pflege. Wenn wir Patientengruppen nicht mehr versorgen können, und das sehe ich effektiv so im Moment in der Kinderintensivmedizin, dann muss ich auch versuchen, dieses Personal massiv zu unterstützen. Und das geht auch nur durch finanzielle Zuwendungen. Das Pflegepersonal ist für meine Begriffe deutlich unterbezahlt. Und wenn wir ein Signal setzen wollen, dass die Kinder in unserer Gesellschaft uns sehr wichtig sind, dann müssen wir auch die Pflegenden, die Kinder pflegen, auch deutlich besser bezahlen, damit sie dieser Aufgabe nachkommen können. Und da ist noch viel, viel Luft nach oben. Deswegen plädiere ich dafür, hier auch noch mal bei den nächsten Tarifverhandlungen einen deutlichen Schnitt nach oben zu machen und die Pflege auch finanziell weiter zu unterstützen, damit man auch auf dem Berufsmarkt der freien Wirtschaft was entgegensetzen kann. Denn wenn ich sehe, wie die Tarifabschlüsse zum Beispiel bei VW abgeschlossen worden sind, kürzlich in der letzten Woche, dann muss ich sagen, ist da wirklich noch viel Nachholbedarf für die Pflege, die ja hochqualifizierte Arbeit durchführt. Herzlichen Dank. Frau Daub, passenderweise sitzen Sie direkt daneben, aber wie sieht es bei Ihnen in Tübingen aus? Wir versorgen auf unseren Intensivstationen hochkomplexe Patienten und wir haben aktuell wenig, aber dafür hochqualifiziertes Personal auf unseren Stationen. Und ich glaube, das müssen wir halten. Und ich möchte auch noch mal vermehrt sagen, dass wir auch Fort- und Weiterbildung, und da würde ich gerne noch mal, Karin, was du auch gesagt hattest, wir müssen uns um das Personal kümmern, was wir auf den Stationen haben. Und das sind Möglichkeiten, die wir haben, indem wir zum Beispiel Teamtrainings, Simulationstrainings, also dass wir sie ausstatten, nämlich genau für das Bild, Sebastian, was du am Anfang gezeigt hattest. Wir sind als Team, versorgen einen reanimationspflichtigen Patienten. Darauf müssen wir geschult werden, dass das Personal... Können wir das Bild nochmal sehen? Entschuldigung. Bitte? Können wir das Bild nochmal sehen? Das ist das, was wir auch in Teamtrainings, Simulationstrainings gemeinsam trainieren, interprofessionell, interdisziplinär trainieren. Und ich glaube, das braucht es, damit wir die Personen, die wir auf den Stationen haben, tatsächlich genau für diese Momente ausbilden und diese Möglichkeit ein bisschen aufheben können und die Leute einfach gut vorbereitet sind und dementsprechend auch bei dem Beruf und bei dem, ich möchte es nochmal untermalen, wunderbaren Beruf der Kinderkrankenpflege tatsächlich auch bleiben. Frau Dr. Bruns, wie sieht es bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen aus in der Kinderintensivmedizin? Ja, momentan schaffen wir es noch, die meisten Kinder zu versorgen, weil wir alle Puffersysteme, die uns zur Verfügung stehen, ausnutzen. Also wir ziehen die Kinder lange auf peripheren Stationen, wir verlegen teilweise auf die Erwachsenenintensivstationen, auf die Neointensiv und wir bringen aber damit natürlich die Puffersysteme auch langsam ans Limit. Und ich bin genauso wie meine Kollegen überzeugt, dass wir es nur schaffen können, wenn wir für die Pflege die Bedingungen verbessern, dass die Pflegenden wirklich es einen Grund gibt, in diesem Beruf zu bleiben, weil die sind jung, die sind schlau, denen steht alles offen. Und es gibt einfach keinen Grund, sich diese Arbeitsbedingungen anzutun.
wenn man genauso gut was anderes machen kann, was einen auch erfüllt. Und gerade dadurch, dass ich ja noch so ein bisschen in den Nachtdiensten mehr an der Front bin, kriegt man manche Gespräche vielleicht mehr hinter den Kulissen mit. Und man merkt einfach, die machen den Beruf gerne, aber die Bedingungen sind einfach auf Dauer nicht auszuhalten. Und es geht beim Geld los, aber natürlich auch viele weitere kleine Bausteine, die Bedingungen besser machen können. Herr Professor Brenner, wie sieht es bei Ihnen im Osten aus? Wir haben aktuell keine Bettensperrung, aber wir arbeiten am Limit. Wir sind ein Maximalversorger für ganz Ost-, Mittel- und Südsachsen. Wir verlegen Patienten teilweise mit Atemunterstützung auf die Normalstation. Deswegen ist es so wichtig, dass uns klar ist, dass Kinder unsere Zukunft sind. Und wir fordern von der DIVI, dass die Kinderrechte in das Grundgesetz übernommen werden. Und nur so rücken die Kinder in unseren gesellschaftlichen und politischen Fokus. Der Staat muss hier Verantwortung übernehmen. Genau, Herr Professor Hoffmann. Ja, kritisch kranke Kinder brauchen kompetente und liebevolle Pflege. Ich glaube, das ist heute hier herausgekommen. Das ist ein toller Beruf, der jetzt wirklich völlig zu Unrecht quasi in den Misskredit gezogen wird und der auch dazu führt, dass man, dass junge Leute diesen Beruf vielleicht gar nicht mehr ergreifen. Und deswegen, wir brauchen ganz dringend, um die Kindermedizin zu retten. Und wir wollen unter diesen Bedingungen, dass Kinder auf Normalstationen verlegt werden, die eigentlich auf Intensiv gehören, dass Kinder in die Erwachsenenmedizin verlegt werden. Da haben die nichts verloren. Kinder gehören in eine Kinderklinik und Kinder gehören von Kinderspezialisten behandelt. Das ist nicht zu akzeptieren. Das heißt, wir müssen Pflege ausbilden und deswegen müssen wir die Ausbildungsbedingungen optimieren. Das heißt, wir müssen die Kinderkliniken verpflichten, diese Vertiefung und Spezialisierung anzubieten, denn die kostet Geld und es ist bisher nicht refinanziert. Das ist der eigene Spaß der Klinik, ob ich für Kinder spreche und mehr Geld investiere oder eben nicht. Es ist dem Zufall überlassen, welche Klinik das macht und welche nicht. Und so können wir nicht Personal planen für die nächsten Jahre. So werden wir irgendwann niemanden mehr haben. Wir müssen, wie es hier aufgebracht wurde, wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern durch Ausfallskonzepte. Das kann nicht sein, dass wir bei uns jeden Tag jede Pflegekraft einmal anrufen und fragen, ob sie einspringen kann. Das macht dich kaputt über die Zeit. Das heißt, wir brauchen Freizeit, ist Freizeit, Urlaub ist Urlaub und jedes andere System hält Ausfallskonzepte vor, die bezahlt werden, wo jemand dann eben klar auch in der Pflicht ist zu kommen. Und das muss gut bezahlt werden und dann machen die Leute das auch gerne. Wir brauchen bezahlte Fortbildungen in der Arbeitszeit. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass unsere Pflegekräfte auch hier auf diesem Kongress zum Teil in ihrer Freizeit sind und es selber bezahlt haben. Das sind Bedingungen, das ist nicht zu akzeptieren, dass sich Leute in der Freizeit für den Arbeitgeber fortbilden und dieses Engagement eben nicht auch geehrt wird und dass es sonst doch völlig klar sein muss, diese Leute müssen bezahlt werden, es muss Arbeitszeit sein, dahin müssen wir kommen. Und wir müssen die Pflege auch entlasten, wie es hier aufgekommen ist, Betten putzen, Medikamente aufziehen, Infusionen herrichten. Das sind alles Dinge, die bringen Pflegekräfte vom Bett weg, irgendwo anders hin, zu völlig wichtigen Dingen, die müssen alle passieren, aber dafür sind sie nicht hochspezialisiert ausgebildet worden. Und wenn wir schon wenige davon haben, dann müssen wir deren Expertise wirklich bündeln und da werden wir auch Geld brauchen, denn es ist ja nicht so, dass man nicht für pflegeferne Aufgaben einem Leute einfallen würden, aber der Arbeitgeber sagt dann ja, wo ist denn da das Geld, da müsste halt eine Pflegestelle hergeben dafür. Und ich glaube, auch da muss Politik, Krankenhausträger müssen hier ran und müssen diese Entlastung auch refinanzieren. Und die Bezahlung ist gefallen, Michael Sasse hat es gesagt und auch alle anderen. Ich glaube, da, wo man pflegt, muss man auch arbeiten oder wohnen können. Und wir können nicht erwarten, dass jemand in München bei Preisen für Einzimmerwohnungen zwischen 950 und 1300 Euro, dass jemand mit dem jetzigen Gehalt in der Stadt wohnen kann. Das heißt, die Leute müssen zum Teil in die Vororte ziehen, die haben weite Anreisen, sollen aber dann fit zum Frühdienst kommen. Ich möchte nicht, dass mein Kind
im Frühdienst von einer Pflegekraft gepflegt wird, die schon 3 Stunden auf dem Weg in die Arbeit war. Ich möchte, dass die erholt aufsteht, einen kurzen Weg zur Arbeit hat und sich dann um mein Kind kümmert. Das heißt also, wir brauchen eine gute Bezahlung, dass jeder auch da wohnen kann, wo er arbeitet. Ergänzend brauchen wir überregionale Strukturen. Alle Kinder müssen überall sehr gut versorgt sein. Und das gilt insbesondere gerade auch für kritisch kranke Kinder. Und wir können nicht erwarten von kleineren Kliniken, dass sie Notfall- und intensivmedizinische Strukturen vorhalten. Deswegen brauchen wir ein gestuftes System. Wir brauchen zum einen telemedizinische Unterstützung, auch zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den kleineren Kliniken. Und wir brauchen dann Transportsysteme, wenn diese Patientin, dieser Patient ins Zentrum verlegt gehört, um flächendeckend eine hochqualitative Versorgung aller Kinder zu gewährleisten. Erst wenn alle diese zuvor genannten Forderungen wirklich erfüllt wären, wenn sich, wie wir gehört haben, Beruf und Familie langfristig auch vereinbaren lassen und wenn diese hier geschilderte stetige Dauerbelastung des Personals aufhört, wir glauben alle, erst dann werden wir es schaffen, dass wir uns um alle schwerkranken, kritisch kranken Kinder wieder genauso kümmern wollen, wie wir uns um sie kümmern wollen. Denn wir alle wünschen uns, und dafür stehen wir hier und dafür kämpfen wir wünschen uns die beste mögliche Versorgung dieser Kinder. Dafür sind wir da. Das ist das, warum wir diesen Beruf ergriffen haben. Und es ist deswegen unglaublich schwer zu ertragen, was die letzten Jahre da entstanden ist und was eben auch mit Ansage entstanden ist. Und Sebastian, du hast es gesagt, wir werden es nur schaffen, wenn wir überhaupt auch das für uns gesellschaftlich völlig selbstverständlich wird, dass Kinder an allererster Stelle stehen und dass dem alles untergeordnet werden muss. Denn die Kinder sind unsere Zukunft und wir werden es deswegen, glaube ich, wirklich nur schaffen, wenn auch die Rechte der Kinder ins Grundgesetz kommen. Und dann können auch Eltern hoffentlich irgendwann tätig werden und können eben auch auf diesen Missstand hinweisen. Und damit sind wir am Ende unserer Runde und wir dürfen uns alle erstmal bedanken bei Ihnen und stehen jetzt, oder? Wir stehen jetzt eine halbe Stunde für Fragen zur Verfügung. Wir bedanken uns erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, ich muss ganz kurz bei der Technik rüberschielen. Wir haben auch Journalisten, die uns virtuell zugeschaltet sind. Genau, die würde ich gerne jetzt auch noch zulassen, beziehungsweise auch die Kollegen, die eben es nicht geschafft haben, hier vor Ort hinzukommen, dürfen natürlich ihre Fragen loswerden. Aber ich habe auf jeden Fall hier unten einen Kollegen gesehen, der Fragen hat und sich gewünscht hat, Fragen zu stellen. Wir haben Mikrofone hier im Saal, dass auch die anderen Anwesenden sie verstehen. Sie können entweder zu diesen Mikrofonen hingehen, das ist eben auf einem wissenschaftlichen Kongress so eingerichtet, dass die Fragensteller dann im Raum an diese Mikrofone treten. Ich würde Sie kurz bitten, vielleicht zu sagen, für wen Sie arbeiten, dann dürfen Sie sehr, sehr gerne Ihre Fragen stellen. Herzlichen Dank. Guten Tag, Jörn Schreller-Pohl vom NDR. Das, was Sie heute präsentieren, ist ja nicht ganz neu. Die Intensivstationen klagen ja schon seit Jahren über Überlastungen. Und ich frage mich so ein bisschen, warum so ein mächtiger Verband wie die DIVI mit mächtigen Chefärzten, die Sie ja alle repräsentieren, es noch nicht geschafft haben, in ihren Häusern, aber auch in der Politik, die Situation zu verändern. Und ich habe eine These. Mir ist gestern aufgefallen bei der Eröffnungsveranstaltung, dass die DIVI sehr männlich geprägt ist. Auf der Bühne bei der Eröffnung waren praktisch nur Männer. Unter den gewürdigten und ausgezeichneten Personen war eine Frau und etwa 12 Männer. Während die Pflege ja ein überwiegend weiblich geprägter Beruf ist. Und meine These wäre, möglicherweise hat die DIVI oder gibt es jetzt diese Probleme, weil es eben diese Gender-Kluft gibt, weil eben eine weibliche Pflege auf eine nach wie vor männlich dominierte Medizin getroffen ist und deswegen die Stimme der Pflegekräfte nicht gehört worden ist. Vielleicht antworten die Frauen zuerst auf dem Podium. Dann starte ich gerne mal. Sehr gerne. Ein Thema, was uns sehr bewegt innerhalb der DIVI und was wir auch mit dem jetzigen Präsidium eben intensiv diskutieren. Sie haben das schon gut erkannt gestern, dass da ein gewisser Männerüberhang vorhanden ist. Aber Sie sehen auch jetzt, dass sich das verändert. Und auch das
tut sich in den Krankenhäusern. Das kann ich als Chefärztin sagen. Wir haben das sehr wohl auf dem Schirm, aber bis diese Effekte natürlich durchschlagen, dauert es eine Weile. Aber die Verzahnung zwischen Pflege und ärztlichem Dienst, die gibt es schon immer. Und da wird die Pflege auch auf Augenhöhe, gerade in diesen hochspezialisierten Funktionen, auf Augenhöhe als Partner betrachtet im ganzen Behandlungsablauf. Da, glaube ich, gibt es kein Gender Gap oder keine Kluft, die da zwischen uns liegt. Auf Funktionsebene, ja, sind wir dran, ganz wichtig. Im operativen Geschäft nicht da. Und das möchte ich tatsächlich nochmal unterstützen. Also zum einen, glaube ich, ist es auch was, wo wir Vorreiter sein können. Und das, was sich zeigt, ist, dass wir hier interprofessionell, aber auch geschlechtergemischt, aber auch interdisziplinär zusammensetzen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir in der Zukunft weiter auch verfolgen müssen. Und ich möchte aber Karin Becke das auch nochmal tatsächlich verstärken, dass wir in den Kliniken auf Augenhöhe miteinander arbeiten können und dass die Pflegenden, und da kann ich von Tübingen sprechen, dass wir eine extrem hohe Unterstützung auch von unseren Chef und vor allen Dingen auch von unseren Oberärzten auf den Kinderintensivstationen erfahren. Und das ist, glaube ich, das, was dazu führt, dass die Kolleginnen und Kollegen, wir haben tatsächlich auch einige männliche Pflegende auf unseren Kinderintensivstationen, die Arbeit tatsächlich da auch noch gerne machen. Und da gehören eben genau diese interprofessionellen, interdisziplinären Nachbesprechungen, die wir etabliert haben in unseren Kliniken, dazu. Und ich glaube, es ist im Hintergrund oder in der, also tatsächlich auf der Arbeit, auf den Intensivstationen schon sehr, sehr viel passiert, wovon Sie sicher nicht viel mitbekommen, weil wir eben das vielleicht in der Öffentlichkeitsarbeit da tatsächlich noch Nachholbedarf sehen. In den Kliniken selber merken wir, dass wir als interprofessionelles und interdisziplinäres Team extrem zusammenwachsen. Und das ist, glaube ich, unsere Chance, die wir haben. Und umso glücklicher bin ich, dass wir es eben jetzt auch schaffen können, Ihnen auch von Pressesicht da einfach zu zeigen, dass das die einzige Chance ist, dass wir gemeinsam das, was wir gemeinsam als Profession haben, die Kinder bestmöglich zu versorgen, das tatsächlich nach auch außen zu präsentieren. Gibt es noch Ergänzungen hier? Das war's. Haben wir noch Fragen im Saal? Haben wir noch weitere Fragen im Saal? Wenn Sie vielleicht kurz an das Mikrofon gehen würden, dann würde ich kurz eine Frage von den digital zugeschalteten Kollegen hier mal an das Podium richten. Wir haben natürlich aufgrund der RSV-Welle auch Ihre hohe Aufmerksamkeit erfahren dürfen. Entsprechend sind auch die Fragen sehr, sehr deutlich in puncto RSV. Wir haben Herrn Jürgen Klöckner vom Handelsblatt, der fragt, inwieweit könnte denn jetzt die von der Bundesregierung geplanten Zuschläge und Reformen in der Kinderklinik aber diese akuten Zustände oder die generellen Zustände auch in den Kinderkliniken verbessern? Vielleicht an Sie, Herr Professor Hoffmann. Die Frage bitte nochmal. Wie wird die Bedingungen verbessern? Ob die Zuschläge, die Bundesregierung jetzt in den letzten Tagen zugesichert hat, ob die das System akut oder auch langfristig jetzt wieder verbessern können? Das ist eine Frage, die ich nicht wirklich ganz sicher beantworten kann, denn wir wissen ja noch nicht, es ist immer von 300 Millionen die Rede, wir wissen aber gar nicht eigentlich, wie viel Defizit die Pädiatrie in Deutschland in der Gesamtheit macht. Das ist sicher deutlich mehr. Und das Fallpauschalensystem, welches ja Herr Lauterbach jetzt auch nochmal sehr klar auf den Prüfstand für die Pädiatrie gebracht hat, soll abgeschafft werden. Aber es ist eben gar nicht so leicht, so eine vernünftige Finanzierung von Kinderkliniken zu machen, denn wir haben eben viel Vorhaltekosten. Wir haben eine extrem hohe saisonale Schwankung, im Winter immer extrem geballt und viel mit den Infektwellen, im Sommer dann so ein bisschen besser. Das heißt, man wird diese Frage erst wirklich sicher beantworten können, wenn man den finalen Plan der Bundesregierung und der Expertenkommission vorgelegt bekommt und dann nochmal schauen kann, dass 300 Millionen wirklich ausreichen, um die Pädiatrie zu sanieren. Da würde ich mich hier schon trauen zu sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Herr Dr. Sasse, Sie möchten gerne ergänzen. Also ich glaube, eine kurzfristige Besserung wird es nicht geben. Ich glaube, der Illusion müssen wir uns nicht hingeben. Der Markt, der Personalmarkt gibt das ja überhaupt nicht her. Was wir höchstens kurzfristig erreichen können, ist einen weiteren Exodus von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sodass wir das Gröbste abfangen können. Und alle Maßnahmen, die auch durch die sehr gute konzertierte Aktion der Bundesregierung vor einigen Jahren angestoßen worden sind, sind ja hervorragende Ideen drin, die wirken natürlich mittel- bis langfristig. Und wir müssen uns auf einige sehr, sehr schwierige Jahre einstellen.
Dann darf ich die Kollegin bitten, die hier vor dem Mikrofon steht, ihre Frage zu stellen. Ja, vielen Dank. Christine Hauch vom Spiegel. Sie haben gesagt, es sterben auch bereits Kinder, weil sie nicht optimal versorgt werden können. Gibt es da Zahlen, Statistiken oder Erfahrungswerte? Also ich kann Ihnen das nur aus der persönlichen Erfahrung sagen. Es gibt jetzt keine bundesweiten Erhebungen oder Ähnliches. Also das ergibt sich schon mal allein daraus, wenn jetzt zum Beispiel eine Klinik mit einer geringeren Versorgungsstufe einen lebensbedrohlich kranken Patienten nicht optimal versorgen kann, weil das so ist, wie es ist, also aufgrund von Personalsituation, Geräten und Ähnlichem. Und der Patient kann da nicht verlegt werden. Dann erscheint er in der Statistik natürlich als versorgt, aber er ist nicht in der optimalen Weise versorgt, die man sich wünschen würde. Und das kann natürlich dazu führen, dass Patienten dadurch Schaden erleiden. Das ist, liegt ja auf der Hand. Und die Situation, die ist in Deutschland so, da werden mir, glaube ich, alle recht geben, die hier am Tisch sitzen. Insofern ist das statistisch ein bisschen, also sehr schwierig nachzuweisen, wie ich finde, weil die Patienten tatsächlich versorgt werden, aber nicht in der Art und Weise, wie man sich das wünschen würde und wie es erforderlich wäre. Und ich glaube, wenn man da noch hinzufügen darf, wir werden, wie du es gesagt hast, kurzfristig nichts erreichen. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, was können wir kurzfristig machen. Wir können schon auch die Qualität und die Medizin von großen Intensivstationen in die Fläche bringen. Und ich glaube, da ist die Telemedizin eine Riesenmöglichkeit. Wir können nämlich heutzutage wunderbar über Videotechnik miteinander mit anderen Kliniken konferieren. Wir können Röntgenbilder, wir können Laborbefunde teilen, wir können den Patienten sehen, wir können sehen, was an der Beatmung eingestellt ist. Und ich glaube, wir werden diesen Personalmangel nicht schnell beseitigen können. Das heißt, wir müssen jetzt eben überlegen, wie schaffen wir es, dass trotzdem in diesen kleinen Kliniken eben Qualität ankommt. Und das wird eben nur darüber gehen. Aber auch Telemedizin kostet Geld. Da müssen Leute sitzen, da müssen Strukturen geschaffen werden. Das braucht Personal und das muss eben refinanziert werden. Es wird keine Klinik so einfach mal das nebenbei noch als Goodwill-Service mit anbieten können. Und das wäre etwas, und da würden wir auch, und da ist die Divi natürlich auch in der Erwachsenenmedizin, die dasselbe Problem übrigens haben. Wir sind in der Kindermedizin nur ein bisschen vorne dran. Wir brauchen das und das muss refinanziert werden. Und ohne das werden wir es nicht schaffen. Also ganz kurz dazu ein Kommentar, damit Sie sich das vorstellen können. Also wenn zum Beispiel eine Klinik nicht verlegen kann, dann empfinde ich natürlich ein Verantwortungsbewusstsein für diesen Patienten, wenn ich ihn nicht nehmen kann. Das bedeutet dann für mich und mein Team, dass wir entweder Personal aus unserer Klinik dahin schicken vor Ort, damit die helfen können und die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, oder ich bis zu 4 Stunden am Tag Telemedizin mache, was natürlich in meiner Stellenbeschreibung so jetzt nicht vorgesehen ist. Und das zieht sich manchmal über eine Woche hin, wenn wir den Patienten nicht aufnehmen. Heißt also für Kliniken, die so eine Zentralverantwortung spüren und der nachkommen, dass sie einen erheblichen Personalaufwand für Telemedizin aufwenden, der sich aber so im Stellenplan nicht abbildet. Also ich falle dann sozusagen aus für die Betreuung außer Haus. Und das ist natürlich für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort in der Pflege als auch in der Ärzteschaft irgendwann nicht zu tragen, weil die das ausbügeln müssen oder mich ersetzen müssen. Und das ist auch eine Sache, die unbedingt abgebildet werden muss und für die im Moment natürlich aber eigentlich auch gar kein Personal zur Verfügung steht. Jetzt haben wir relativ viele Fragen, auch der Journalisten, die nicht anwesend sind, die sich alle natürlich die Frage stellen. Aber jetzt haben wir eine akute RSV-Welle, akut viele notfallmäßig erkrankte Patienten, die bei Ihnen in den Kinderkliniken, auf den Kinderintensivstationen behandelt werden müssen. Was können Sie jetzt also akut tun? Was wird in den nächsten Tagen und Wochen passieren? Frau Dr. Becke. Ich kann natürlich nur mein Angebot als Kinderanästhesistin und als Verantwortliche, die auch für die Erwachsenenmedizin steht, hier nochmal preisgeben. Das heißt, wir müssen Entlastung schaffen im Bereich der Kinderklinik. Das bedeutet zum einen, Betten nicht zu belegen, wann immer möglich, durch geplante Operationen oder geplante Eingriffe, die gut verschiebbar sind, nicht durch irgendwelche dringlichen. Das heißt, jetzt aktuell werden einfach diese Operationen abgesagt. Genau. Wir haben ganz, ganz konkret bei uns vor Ort die Situation, dass wir erst letzte Woche
ich glaube, 6 oder 10 HNO-Operationen bei Kindern verschoben haben, damit diese Kinder eben nicht auf der Station liegen in der Kinderklinik und dann wieder anderen Kindern, die akut notfallmäßig kommen, die Betten wegnehmen. Das andere ist die Unterstützung durch die Erwachsenenmedizin. Ich sehe es natürlich so wie der Florian Hoffmann, dass Kinder in eine Kinderklinik gehören. Aber in der Akutsituation müssen wir jetzt Kompromisse eingehen und da, wo es vertretbar ist, machen wir es auch bei uns vor Ort so, dass Kinder eben in Erwachsenenbereiche verlagert werden, damit auch wieder Kapazitäten frei werden. Das heißt, um sich das vielleicht vorzustellen für die anwesenden Kollegen, sind das dann die größeren Kinder? Genau, das sind nicht die kritisch kranken Neugeborenen, Säuglinge oder Kleinkinder, sondern das sind größere Kinder, wo eben auch das Handling vertrauter ist, wo die Medikamentengabe vertrauter ist, sodass da auch nicht ein Risiko für die Kinder entsteht. Das darf natürlich nicht passieren. Und das dritte Thema, und da wäre ich ganz konkret auch bei der Unterstützung durch die Regierung, wir können natürlich etliche Eingriffe, Operationen, Behandlungen im Krankenhaus auch tagesstationär durchführen, sodass diese Kinder kein Bett mehr belegen müssen. Ich denke da zum Beispiel an Diagnostik im MRT, was bisher nicht abrechenbar ist, wo wirklich die Kinder über Nacht aufgenommen werden müssen, nur damit sie in Narkose oder Sedierung eine größere Untersuchung im Kernspintomographen kriegen. Das können wir medizinisch, fachlich sehr gut abdecken in der tagesstationären Behandlung, sodass die Kinder eben am Abend wieder nach Hause gehen und das Bett dann damit auch wieder zur Verfügung steht. Also ich glaube schon, dass wir kleine Stellschrauben haben, die wir jetzt akut ansetzen können, um die Kinderkliniken zu entlasten. Gibt es noch andere Äußerungen vom Panel? Herr Professor Brenner, Sie haben eine Anfrage von der Sächsischen Zeitung, die sich in ähnlicher Art und Weise die Frage stellt, was können Sie jetzt in der akuten RSV-Situation tun, um eben dem Patientenaufkommen gerecht zu werden? Uns wird gar nichts anderes übrig bleiben, als wenn wir keinen Platz auf der Intensivstation haben, Platz auf der Normalstation zu schaffen und dort diese Patienten dann mit Atemunterstützung hinzulegen, auch wenn das etwas ist, was eigentlich nicht der Versorgung des Patienten gerecht wird, weil wir dort nachts möglicherweise eine Pflegekraft haben auf 10 Personen und wenn dann 2 oder 3 mit Atemunterstützung oder gegebenenfalls auch mehr mit Atemunterstützung liegen, wird das dem ganzen System nicht gerecht, insbesondere natürlich nicht der Versorgung. Aber wir werden keine anderen Möglichkeiten haben, weil wir wollen natürlich und müssen irgendwie diese Patienten versorgen. Und gerade in Sachsen gibt es jetzt außerhalb von Leipzig, Dresden und Chemnitz noch wenige andere, die kritisch kranke Kinder versorgen können. Aber der Großteil der Kliniken hat keinerlei Intensivstationenkapazität. Entschuldigung. Bitte. Eine Möglichkeit ist sicher tatsächlich auch, dass wir uns gerade auch im pflegerischen Bereich zunehmend vernetzen. Also das, was wir sehen und was wir eben akut bei uns eben in den Kliniken machen, dass wir eben nachfragen, wie sieht es auf den neonatologischen Intensivstationen aus. Auch da arbeitet fachweitergebildetes Personal, was eben eine Zeit lang auch auf den pädiatrischen Intensivstationen gearbeitet hat. Und können wir uns da gegenseitig einfach entlasten und gucken, wo sind gerade die Spitzen, auf welchen Stationen ist gerade die Belegung einfach eng und das Personal eng. Und vielleicht muss man tatsächlich überlegen, ob man sowas auch mit den Intensivstationen der Erwachsenenbereiche machen kann. Auch da, glaube ich, haben wir Intensivpflegepersonal und ich glaube, das haben wir in der Corona-Pandemie gesehen, dass wir aus dem pädiatrischen Bereich auf den Erwachsenenintensivstationen auch ausgeholfen haben. Und ich glaube, das ist gut, mit einem guten Teaching am Bett und ich glaube, dafür müssen wir sorgen, dass die Kollegen, die dann eben entsprechend auf den Stationen aushelfen, entsprechend auch unterstützt und begleitet werden, glaube ich, ist eine Möglichkeit, wie wir solche Spitzenbelastungen, indem wir miteinander sprechen und uns da vernetzen, auch ausgleichen können. Ja, Professor Hoffmann. Ich glaube, diese Spitzen, die werden wir ja immer wieder haben. Die sind ja jetzt auch nicht, wie es der Kollege hier gesagt hat, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir sagen, dass RSV wird auch die nächsten Jahre kommen. Wir haben gehört, es wird lange dauern, bis wir wirklich mehr Personal hoffentlich bekommen. Also ich denke, man muss vielleicht auch noch mal ganz modern denken. Und es gibt auch schon Kliniken, Länder, die das so machen. Vielleicht müssen wir auch dieser Saisonalität der Kindermedizin Tribut zollen, indem wir vielleicht auch anfangen, Personal saisonal einzustellen. Also schon einzustellen auf 100% zum Beispiel, aber eben zu sagen, pass auf, im Sommer, und das fände ich zum Beispiel eine logische Konsequenz, arbeitet man weniger, dann ist die Bettenkapazität in der Kinderklinik auch im Sommer weniger. Das würde man gut vertragen. Aber dafür, wenn man da nur 80% arbeitet auf einer 100%-Stelle, dafür wird es eben im Winter
eine Mehrbelastung geben. Wir werden dann mehr Personal haben. Wir werden 20% eben haben, was wir dann da einsetzen können am Personal. Und damit können wir die Bettenkapazitäten im Winter erhöhen. Also ich denke, wir müssen da auch moderne Wege gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen auch ein attraktives Modell eben ist. Und ganz akut nochmal, ich glaube auch, wenn wir wirklich jetzt nochmal notfallmäßig Ressourcen erhöhen wollten, dann glaube ich auch einfach nochmal, dass man in diesen Phasen eben die Dienste, wo jemand eben einspringt und wieder über seine 100, 110, 120% hinausgeht, die müssen eben einfach verdammt gut bezahlt werden. Wir haben es bei Impfzentren gesehen in diesem Lande, es funktioniert, dass Leute über das hinaus arbeiten. Und es liegt eben an der Bezahlung. Und ich glaube, wir müssen auch da mit der Politik sprechen nochmal. Und das ist mit den Tarifverträgen unglaublich schwierig. Aber vor eben Kinder in diesem Land sterben, werden wir irgendwie auch dieses Thema angehen müssen. Wir haben noch eine Frage im Saal. Ja, Heiko Sander vom NDR Fernsehen. Ich habe mich eben gerade gefragt, als Sie sagten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier für eine Freizeit auf diesen Kongress müssen. Sie sind doch die Chefs. Warum bezahlen Sie die denn nicht? Also Sie können ja mit Ihren Klinikleitern mal sprechen oder vielleicht sind Sie selbst sogar in der Verantwortung. Warum bezahlen Sie sie nicht? Wer hindert Sie daran? Gibt es gesetzliche Vorschriften? Dürfen Sie die nicht bezahlen? Und das geht eigentlich weiter mit der ganzen Misere, die Sie da schildern. Sind Sie dafür eigentlich selbst verantwortlich oder in welchem Maße sind Sie dafür verantwortlich? Wir sehen diese Heatmap von 2015 bis jetzt 2019, das war alles vor der Pandemie, und Sie sind da sehenden Auges mehr oder weniger reingeschlittert. Warum haben Sie es nicht geändert? Wenn ich höre, dass die Systeme von der einen Abteilung nicht mit der anderen Abteilung kompatibel sind und jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das händisch übertragen müssen, warum haben Sie es denn nicht geändert? Also können Sie ja mit Herstellern sprechen oder einen Softwareentwickler beauftragen. Ich weiß es nicht, vielleicht sehe ich das zu naiv, aber ich weiß es nicht ganz genau, wohin Ihre Forderung geht. Also die Forderung wird ja wahrscheinlich sein, so allgemein, Politik gibt uns mal ein paar Milliarden mehr. Das ist natürlich immer ganz einfach, diese Forderung aufzustellen. Aber ganz konkret, wo ist die Unterfinanzierung und wo soll das Geld weggenommen werden? Herzlichen Dank, Herr Sander. Also das ist eine gute Frage. Natürlich führt eine chronische Unterfinanzierung eines Fachgebietes wie der Kindermedizin dazu, dass kein Geld für nichts da ist, dass eben kein Geld für Reinigungskräfte, dass eben kein Geld für Hostessen, dass kein Geld für nichts da ist, weil wir eben im Schnitt eine normale Kinderklinik, die quasi der höchsten Versorgungsstufe macht, zwischen 4 und 8 Millionen Miese im Jahr. Und da ist eben dann kein Konto, wo man Fortbildungen bezahlen kann. Das gibt es einfach nicht. Es gibt keine Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir als Vorgesetzte unseren Leuten Fortbildung bezahlen müssen, müssen wir schauen, ob wir über Spendengelder irgendwo eine Spende herbekommen und dann unser Personal dahin schicken. Es gibt dieses Geld einfach nicht in der Art und Weise, wie wir uns das wünschen würden. Und so geht es eben um vieles. Und auch die Schnittstelle, die Sie ansprechen, natürlich fordern wir die und da gibt es enorm viele Entwicklungen. Wir fordern Schnittstellen für alle möglichen Dinge, aber die Firmen sehen sich da auch nicht in der Verantwortung, in der wir sie immer uns eigentlich wünschen würden und die lassen sich das eben einfach teuer bezahlen. Und genau für diese Dinge ist derzeit einfach überhaupt nicht, das ist nicht eingerechnet, dieser Betrag. Und deswegen, da erhoffe ich mir von der neuen Finanzierung der Kindermedizin, da erhoffe ich mir, dass wir ein bisschen mehr Freiheiten bekommen. Denn in einer Klinik, wie zum Beispiel im Klinikum, wo ich arbeite, ist die Kindermedizin der Bittsteller Nummer eins. Wir haben das größte Defizit. Der Klinikdirektor meiner Klinik braucht in der Vorstandskonferenz eben keine großen Forderungen zu stellen, weil es heißt immer nur, ihr seid sowieso ja schon so defizitär. Und das, glaube ich, dieses Problem könnte die Neufinanzierung der Pädiatrie ein bisschen verschieben. Seit Jahren versuchen wir, dieses Schnittstellenproblem zu lösen. Es ist nicht so, dass wir dort sehenden Auges hinterherlaufen und uns denken, da wird schon einer von uns machen. Das Problem ist, dass die Wirtschaft überhaupt kein Interesse hat, dieses Problem zu lösen. Weil warum sollte ein System der einen Firma mit dem System der anderen Firma kommunizieren, wenn es von einer Firma möglicherweise auch verschiedene Systeme gibt,
die man dann aber kaufen müsste, man aber nicht von einer Firma abhängig sein will, beziehungsweise es Gründe gibt, warum man ein System einer anderen Firma kauft. Das heißt, es muss gesetzlich verankert sein, dass es diese Schnittstellen gibt und dafür brauchen wir die Politik. Wir werden es nicht richten können. Vielleicht liegt es auch an einer sehr heterogenen Krankenhausgesellschaft. Also Sie müssen vielleicht nochmal den Kollegen vor Augen führen, Sie sind ja jetzt nicht als Klinikleiter für alles verantwortlich. Sie finanzieren ja nicht noch, Sie machen ja nicht noch die Krankenhausplanung und die überregionale Politik. Das würde ich auch gerne noch mal kurz aufgreifen, um dieses, ich meine, wir können jetzt hier nicht alle Probleme der Krankenhausfinanzierung lösen, aber wir haben zwei Grundprobleme. Und das eine ist, dass die Erlössituation nicht homogen verläuft mit den Preissteigerungen. Jetzt nicht nur in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, wo unsere Preise natürlich auch explodieren, aber eben unsere Erlöse aus den Fallpauschalen nicht adäquat abbilden, was wir an Preissteigerungen haben. Das zweite Problem ist, dass wir in der Akut- und Notfallmedizin Vorhaltekosten haben, die überhaupt nicht adäquat abgebildet sind. Das heißt, die Krankenhäuser, die wirklich einen 24/7-Betrieb gewährleisten, mit einer Notaufnahme, mit Diensten am Wochenende und am Feiertag und in der Nacht, die werden eben durch diese Pauschalen, die gerade in den ambulanten Strukturen, in den Notaufnahmen abgerechnet werden, längst nicht abgedeckt. Und das ist das Grundproblem in der deutschen Krankenhausfinanzierung, dass die, die wirklich viel Vorhaltekosten haben, da nicht die adäquaten Erlöse dafür generieren, wenn sie das nicht über Spezialverträge mit den Krankenkassen, über Hochschulambulanzen oder eben über spezielle Sprechstunden abrechnen können. Und wir haben natürlich auch drei verschiedene Krankenhaussysteme in Deutschland, die auch nicht alle gut zusammenpassen. Das heißt, wir haben die staatlichen oder die kommunalen Häuser, wir haben die universitären Häuser, wir haben die frei gemeinnützigen und wir haben natürlich auch die privaten Träger und haben da ganz andere Finanzierungsbedingungen im Hintergrund. Und ich komme aus einem Haus, was von einem frei gemeinnützigen Träger getragen wird, Diakoneo. Wir haben Fortbildungsbudget und setzen das auch ein, weil es meinem Träger wichtig ist. Das ist aber an anderen Häusern eben nicht so. Und deswegen haben wir hier eine ganz inhomogene Struktur, die wir natürlich auch versuchen sollten, irgendwie zu homogenisieren, damit für alle in allen Krankenhäusern auch die gleichen guten Möglichkeiten vorherrschen. Ja, also ich gebe Ihnen natürlich teilweise recht. Das liegt natürlich auch an der Medizin selber. Die Ökonomisierung der Medizin, die hat ja in einer gesunden Form niemals stattgefunden. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Eine Klinik wird ja nicht geleitet wie Volkswagen oder andere Aktiengesellschaften, die klar auf Gewinn ausgesteuert sind. Und das Bezahlsystem, das DRG-System, berücksichtigt zum Beispiel ja auch nicht die Finanzierungskosten des Neubaus einer Klinik. Also die Medizinische Hochschule und die Universitätsklinik Göttingen sollen neu gebaut werden. Das sind riesige Summen, das sind Milliardensummen, wenn Sie die in einen Neubau investieren. Das Geld wird nicht refinanziert durch diese DRG-Erlöse, die Sie haben. Also von daher gesehen funktioniert das System in der Art und Weise ja gar nicht wie in einem normalen Betrieb. Und ich kann diese Selbstverständlichkeiten, die jetzt Großkonzerne anlegen und ihre Mitarbeiter dahingehend unterstützen, die kann ich so gar nicht refinanzieren. Also wir investieren extrem viel in die Ausbildung, also Hunderttausende jedes Jahr in die Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das ist sicherlich nicht in jeder Klinik möglich. Und vielleicht auch in manchen Kliniken so gar nicht gewünscht, weil dann noch mehr Defizit entsteht, noch mehr ökonomischer Druck, dem sich dann die Vorstände der Kliniken auch kaum widersetzen können. Vielleicht darf ich noch kurz die Finanzierungssysteme ergänzen. Sie haben ja auch dann teilweise Bauten, also Klinikbauten werden vom Land finanziert, betrieben werden sie dann von der Landesregierung. Ich weiß von einer Klinik, die gerade einen kompletten Neubau plant. Das ist fast ein Glashaus, eine Kinderklinik. Diese Kinderklinik wird vom Bundesland bezahlt, vom Land bezahlt. Das heißt, die Ausschreibung ist maximal für den ausgerichtet, der am wenigsten Budget für diesen Bau fordert. In dieser Klinik ist nur für die Kinderintensivstation eine Klimaanlage eingeplant. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, die Heatmap, die wir gesehen haben in puncto, wie sieht es aus mit der Versorgung der Kinder, das können Sie auch auf die nächsten Jahre in puncto Wärme im Sommer umlegen. Denn betreiben wird das Land diese Klinik nicht, betreiben wird dann diese Klinik der Stadt oder die Kommune. Und
Ich garantiere Ihnen, wenn diese Klinik fertig gebaut ist, wird das Erste sein, dass man sich überlegt, wie kann man dann diesem Neubau wieder Zusätze hinzufügen, um es erträglich zu machen, in diesem Bau zu arbeiten, um die Patienten weniger zu belasten. Aber das soll jetzt gerade nicht unser vorträgliches Thema sein. Aber ich glaube, dieses Thema Geld und wo kommt es an, das sind auch die Fragen derjenigen, die hier eben auch nochmal die Fragezeichen setzen. Jetzt wird eben vom Gesundheitsminister, vom Bund Geld bereitgestellt. Wo kommt das an? Können Sie das überhaupt dann so einsetzen, wie Sie das brauchen? Vielleicht erstmal an Sie, Herr Professor Hoffmann. Das ist noch völlig unklar. Das Geld geht an die Kliniken und wenn man eben natürlich weiß, dass man ein Defizit von 6 oder 7 Millionen hat, dann ist es so geplant, dass so eine große Klinik wie zum Beispiel die, in der ich arbeite, die wird etwa 2,5 Millionen Euro im Jahr davon bekommen. Und dann kann man jetzt schon mal sehen, okay, das wird noch nicht mal annähernd das Defizit stopfen und das ist jetzt völlig unklar. Es heißt, die Kliniken bekämen das Geld direkt. Aber was machen wir dann damit? Und da dreht sich ja wieder die Katze im beißt sich in den Schwanz, denn wir müssten ja jetzt eigentlich dieses Geld so einsetzen dürfen, wie wir wollten. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, dann bezahlen wir jetzt Pflegekräfte besser und machen für die Fortbildungen und optimieren alles das, was wir vorher hier gemeinsam gefordert haben. Aber das wird eben wieder nicht erlaubt sein, denn das ist wiederum nicht im Einklang mit dem Tarifrecht. Und das ist an einer staatlichen Institution wie einer Uniklinik eben dann nicht möglich. Deswegen ist noch völlig unklar für die meisten, wie dieses Geld wirklich eigentlich eingesetzt wird und was man damit macht. Ich fürchte, dass es am Ende nur dazu führt, dass eben Löcher, die schon da sind, ein bisschen gestopft werden, aber leider trotzdem immer noch viel zu groß bleiben danach. Ich muss leider auf die Uhr schauen. Wir haben gesagt, wir machen bis 10 Uhr unsere heutige Pressekonferenz. Ich würde noch eine Frage aus dem Saal zulassen. Haben wir noch eine Frage hier im Saal? Sonst nehme ich noch eine Frage der Kollegen, die virtuell, ja, da kommt schnell ein Kollege noch ans Mikrofon gesprintet. Bitte. Hallo, Lukas Galo hier von der Uniklinik in Dresden, auch auf der Kinderintensivstation. Was jetzt hier gar nicht genannt wurde, ist die psychologische oder psychosoziale Entlastung vielleicht vom Personal auf Station. De facto sah es zumindest bei uns bis vor ein paar Jahren so aus, dass die Pflegekräfte und auch Ärzte, Ärztinnen alles psychologisch quasi auch abgefedert haben, was Angehörigengespräche etc. angeht, aber auch die Betreuung von den PatientInnen, die vielleicht in der Lage sind zu sprechen, aber psychologisch unterstützt werden müssen. Könnte da vielleicht jemand kurz was zu sagen? Ja, vielen Dank. Den Ball nehme ich gerne an. Ein extrem wichtiges Thema. Und genauso, wie Herr Galo das gerade gesagt hat, ist es. Wir waren Jahre und in vielen Kliniken sind wir es auch, für ganzen psychosozialen Probleme der Patienten und der Angehörigen zuständig. Und wir sind aber gar nicht dafür ausgebildet, diese psychologischen Betreuungen durchzuführen. Deswegen brauchen wir verpflichtend in allen Kliniken mit Kinderintensivstationen auch Psychologinnen und Psychologen, die die Arbeit dort adäquat durchführen und dadurch natürlich auch das Personal, sowohl Pflegende als auch Ärzte, unterstützen. Deswegen haben wir beispielsweise seit nun 2,5 Jahren eine Psychologin und ich kann nur sagen, das hat bei uns eine wahnsinnig positive Wirkung auf das ganze Team gehabt. Aber wir fühlen jetzt auch, dass die Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen eben adäquat auch diesbezüglich versorgt sind. Und ich denke, das brauchen wir flächendeckend. Jede Kinderintensivstation in Deutschland braucht psychologische Unterstützung. Jetzt gar nicht der Mitarbeitenden, sondern insbesondere, also das wäre auch wünschenswert, aber letztendlich geht es hier insbesondere um unsere Patienten und deren Angehörigen. Ich habe noch eine einzige Frage, die ich glaube, ganz wichtig ist, nochmal für alle zu verstehen, von der Presseagentur, die gerne wissen möchte. Jetzt haben wir so viel über die Arbeitsbedingungen gesprochen. Können Sie denn beziffern, wie viele Pflegekräfte fehlen? Das ist ja ein großes Problem. Herr Professor Hoffmann, sonst müssen Sie in die Bütt als Generalsekretär der DIVI. Also ich kann keine genauen Zahlen nennen. Ich weiß, dass aber in der Kindermedizin insgesamt so geschätzt wird, dass etwa 4.000 bis 6.000 Pflegekräfte fehlen. Wie viele jetzt für die Intensivmediziner sind,
Wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, so ein Viertel vielleicht. Aber ich, Karin, kennst du Zahlen? Es gibt ein Gutachten dazu. Mir fehlt jetzt nur auch gerade die Zahl. Ich glaube, 2030 fehlen uns insgesamt 50.000 Pflegekräfte in Deutschland. Wie viel jetzt allerdings für die Intensivmedizin und dann nochmal spezialisiert in der Kinderintensivmedizin, das runtergebrochen sind, kann ich nicht sagen. Ich wollte jetzt eigentlich die Antwort erzielen, dass Sie sagen, wir wissen es gar nicht genau. Es gibt ja keine ganz konkreten Personalbemessungsinstrumente. Wir können in Deutschland nicht beziffern, wenn wir das machen, dann kriegen wir 50.000 Pflegekräfte zurück und dann ist wieder alles gut. Das müssen wir erstmal messen und festlegen. Ja, genau. Also wir haben ja keine Bemessungsgrundlagen, die gab es ja mal vor einigen Jahrzehnten, sind dann wieder abgeschafft worden. Das kann man höchstens hochrechnen aufgrund des Personaluntergrenzengesetzes. Und wenn man das vergleicht mit der Bettenanzahl, dann kommt man auf ungefähre Kalkulationen. Aber tatsächlich kann man keine festliegenden Zahlen angeben. Die DIVI hat ja gerade die neuen Strukturempfehlungen für 2020 herausgegeben. Da steht deutlich drin, wie sich die DIVI das auf den Erwachsenenstationen vorstellt. Und Herr Professor Hoffmann, vielleicht können Sie als letzten Satz einen Ausblick geben, was entsprechend dann im kommenden Jahr geplant ist. Ja, diese hier auf dem Kongress jetzt 2022 publizierten Strukturempfehlungen sind ja dafür da, quasi jetzt für die nächsten 10 Jahre die Marschroute festzulegen, eben Maßstäbe zu definieren, die nicht alle jetzt zum Teil schon direkt umgesetzt werden können, aber das Ziel wäre es eben, das über die nächsten 10 Jahre zu schaffen. Und genau diese Dinge, die für Erwachsene dort festgelegt sind, bearbeiten wir gerade von der DIVI zusammen mit der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin im Rahmen eben auch einer solchen Leitlinie. Und diese wird im nächsten Jahr publiziert werden und die werden wir dann auch zum nächsten DIVI-Kongress hier hoffentlich präsentieren können. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre gebannte Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind und hoffe, dass wir ein solch reges Interesse auch im kommenden Jahr erzeugen können, auch ohne eine akute hohe RSV-Welle, wo wir halt rufen, wir können diese Kinder nicht mehr versorgen. Der DIVI-Kongress ist immer im Winter, immer rund um den ersten Advent. Das heißt, vielleicht wird es doch die Situation sein, weil ja alle hier Ihnen bestätigt haben, es wird keine akuten Abhilfen innerhalb der nächsten 12 Monate geben. Insofern sind wir gespannt, wie und wann wir uns wiedersehen. Herzlichen Dank und kommen Sie gut zurück in Ihre Redaktionen. Im Livestream machen wir jetzt weiter mit dem Update fürs DIVI-Intensivregister und hier im Saal findet dann heute Nachmittag um 14.30 Uhr, glaube ich, die nächste wissenschaftliche Session statt. Herzlichen Dank an unser Panel. Kommen Sie gut.